Moin moin, heidi ho, herzlich willkommen zurück zu Daisy an diesem wunderschönen sonnigen Sonntag. Ja, legen wir Daisy los. Wir sind tatsächlich zu dritt unterwegs und sind auf einem mehr oder minder random Server. Wir sind auf German Daisy, Chernaros Plus Survival, irgendwie so. Naja, im Endeffekt sind wir quasi auf einem Server, auf dem man sagen kann, hier kann alles Mögliche passieren. Und das soll auch so sein. Mit dabei, ja, und ich bin wie gesagt zu dritt und darüber freue ich mich sehr an einem Sonntag, das war nämlich nicht so unbedingt abzusehen. Mit dabei ist Anne und Ralf. Hallo. Moin moin. Tada. Tada. Wisst ihr schon, wo ihr gespawnt seid? Nee. Das ist gut. Was ja. Siehst du denn? Was siehst du denn so bei dir in der Umgebung? Apfelplantage. Apfelplantage. Dann, genau. Dann weiß ich, glaube ich, wo du bist. Ach so. Dann bist du südlich von, ach Gott, wie heißt denn mal diese PvP-Stadt im Norden, die eigentlich nicht die echte Stadt heißt? Berezino. Dann müsstest du südlich von Berezino sein. Okay. Ich bin deutlich weiter entfernt. Ich bin direkt bei Elektro dran. Ich muss noch schauen, wo ich bin. Es wird auch eine größere Stadt. Mal schauen. Ich überlege. Ja, wenn wir, sobald wir wissen, wo Ralf ist, könnten wir uns überlegen, vielleicht das eine oder andere Mal. Das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Ich weiß, dass es bei Gem Daisy immer diese Tabletten gibt, diese ominösen, unbekannten Tabletten. Oh mein Gott. Ja, die hab ich auch dabei. Aber dazu müssen wir wirklich erstmal wissen, wo du bist. Ja. Aber wir müssen uns natürlich jetzt auch finden. Und das kann durchaus bei Daisy klassisch auch immer ein bisschen dauern. Ich gehe mal ein Stück weit nach Norden. Dann laufen wir schon mal ein Stück weit zur Richtung Anne. Dann schauen wir mal. Moin auch Mark. Moin auch Nightjack. Moin auch Samü und Anja. Moin, 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 moin. Was geht? Dann moin auch Brübert. Muss ich das Wasser links oder rechts von mir lassen? Links von dir. Links von mir. Ich hoffe halt, sie haben nicht nochmal irgendwas verändert, weil wenn sie was verändert haben, dann... Ja, aber es gibt eigentlich nur einen Ort mit so großen Apfelplantagen, der ist bei Berezino. Ja, weil aber hier kein Ortseingangsschild ist. Ja, das ist ja das Kuriose. Berezino, denkt man immer, ist halt das, was unten an der Stadt, an der Küste ist. Ist es aber eigentlich nicht, weil eigentlich ist es die Ortschaft, die drüber ein bisschen weiter landeinwärts ist. Ist immer so ein bisschen strange. So war es jedenfalls damals. Mhm. Moin, Micha. Es ist leicht gemoddet, würde ich sagen. Aber wir spielen klassisch. Also ansonsten ist es halt ganz normal, Chernarus. Alles kann, nichts muss. Also es gibt hier, soweit ich weiß, eigentlich keine großartigen Regeln oder irgendwas. Also PvP ist drin. Und alles. Moin auch Schrile und moin auch Bo. Moin auch The Flash. Ja, stimmt ja. Euch auch einen schönen Pfingstsonntag. Halt. Irgendwie so. Ne? Ja, ich esse, glaube ich, auch erstmal die Banane. Mit Schale. Na klar. Wie isst du denn deine Bananen sonst? Wie alle Toilettenpapier dabei? Ja. Kann man sich damit verbinden? Hat jemand Erfahrung? Ich glaube eher nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man es ja als Zunder verwenden oder sowas. Reißfest und unglaublich weich. Ja. Improvisierte Handwickel kannst du dir daraus erstellen. Ja, dann wirken die wie Rex, okay. Ja, deswegen haben sie dir auch keine Rex mitgegeben. Ja, das würde tatsächlich passen. Ja. Moin auch Salö. Ja. Ich bin relativ weit im Norden. Ich hab's nicht weit nach Svetloljarsk hoch. Hm. Ja, da musst du aber in die andere Richtung. Svetlo, dann läufst du von Anne weg. Dann seid ihr aber sehr nah beieinander. Also bin auch bei einer Riesenplantage jetzt gerade. Ich bin südlich von Svetlo, definitiv noch weit entfernt.
Ja, dann hast du südlich von dir Berezino und nördlich von dir Svetlojarsk. Und südlich von Berezino ist dann, müsste Anne sein. Okay, dann schmeiße ich mir, glaube ich, aber mal die Pillen ein. Und hoffe mal, dass ich bei euch eher im Norden lande. Ach, hätte ich Bananen nicht essen sollen. Anne, bist du denn jetzt schon losgelaufen in Richtung Süden? Ja. Ich kann aber warten. Ich bin jetzt an der großen Plantage. Ich glaube, ich bin im Berezino. Na, dann lass mal Wasser links von dir. Ich bin... Oh, hier ist eine Base. Und auch Studi, die auch schöne Pfingsten. Und der Teufel, die auch schöne Pfingsten. Bin noch nicht so weit weg. So, respawn. Zufällig. Und jetzt komm. Gib mir einen nördlichen Spawn. Tu es, Spiel. Moin moin, Raseur Chapé. Moin moin, moin moin, moin moin. Ja, alles... Nee, das war geplant. Die Pillen sind quasi dazu da, um neu zu starten. Ich war zu weit im Süden. Deswegen, jetzt muss ich mal gucken, wo das hier ist. Ich glaube, ich bin auf der Insel gespawnt. Oh, das ist näher bei euch dran. Wenn es echt noch das gleiche ist wie früher, das ist halt echt schwierig. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Nee, ist es nicht. Ah, versteht er sicher nicht. Ah, ich 15 Monate Wahnsinn. Auf viele weitere Monate und danke für die vielen tollen Streams. Ja. Ich bin nördlich von Svetlo. Das ist gut. Wow. Bin ich weit entfernt. Das, ja, dann Anne, komm mal zurück. Ja, genau, Anne, dann musst du jetzt doch nach Norden. Das Meer zur Rechten bitte lassen. Danke, GT86, für dein Prime-Abonnement im 15. Monat. Danke, danke. Willkommen. Oh Gott. Muskelkater. Oh, das kann ja was werden. Danke, danke. Ich habe vor, noch einige Streams zu machen, sagen wir mal so. Noch ist das Abenteuer noch nicht vorbei. Läufst du an der Küste, Anne? Ja, ich komme gleich wieder runter. Ich habe hier ein Haus entdeckt. Ich werde bei Svetlo wahrscheinlich auch so ein bisschen was looten. Würde ich halt jetzt nicht direkt irgendwie drauf gehen. Ich denke auch, ich muss in Berezino was holen, damit ich es bis Svetlo schaffe. Right. Ja, sollte passen. Oh, noch Bebecca und 61. Moin. Moin. Und mal noch Nico. Ich hatte einen Vormittagsschlaf und bin erstmal von lauter Musik geweckt worden. Aber nicht irgendwie Jugendliche oder irgendwas, was man so sonst denkt, sondern bei mir sind ja so Gärten direkt mit dran und da haben Leute angefangen, richtig Hardcore-Schlager zu spielen zu einer Grillparty oder was auch immer. Das war etwas strange. Hast du etwa das Fenster offen gelassen? Klar. Das ist jetzt das Schöne, dass, da ich ja nicht mehr parterre wohne, wenn ich jetzt schlafe, dann kann ich halt trotzdem überall Fenster offen lassen. Das ist halt schon ganz schön. Ich muss auf nichts mehr aufpassen. Bevor ja auch nie was passiert wäre und auch nie was passiert ist, aber trotzdem. Ich werde diese Nacht, weil wenn sich das mit der Hitze halbwegs hält, ich weiß gar nicht, wie es morgen aussieht, ich habe eigentlich vor, mein eines schnelles Gästebett mal rauszuholen. Und dann würde ich tatsächlich eiskalt mal eine Nacht auf dem Balkon schlafen. Der ist so groß, dass du drauf schlafen kannst? Naja, der ist nicht groß, aber das passt. Der ist 2,5 Meter lang ungefähr. Das heißt, ich mit meinen knappen 1,80 komme da gerade so drauf, das müsste gehen. Mhm. Und breit ist der, oh, ich glaube, so 1,60? Ich glaube 1,60 breit oder so müsste der sein. Also ja, ich krieg da genau so ein Einmannbett, sagen wir mal, müsste ich genau hinkriegen. Das müsste klar gehen. Ich habe schon gesehen, im Innenhof bei uns, da schlafen teilweise irgendwelche Kiddies auch in einem Zelt und sowas. Weil der Innenhof quasi, der ist halt abgeschlossen, da kommst du jetzt nicht unbedingt rein von außen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Ich glaube, ich werde irgendwie so ein kleines Zelt, oder ich muss mal gucken, ob ich vielleicht mein Festivalzelt noch finde oder so.
Also nicht alleine, sondern dann mit meinem Sohn natürlich. Das könnte, glaube ich, auch schon ganz witzig werden. Die Zombies hören sich hier sehr komisch an, finde ich. Ich laufe auch ein bisschen weiter nördlich. Ich bin jetzt auf der Höhe des umgekippten Zuges. Ich habe einen Brunnen bei mir. Das cool. Klingt schon mal ja nicht so schlecht. Mal essen und trinken halt, naja, standardgemäß halt auf Gelb. Ach so, nee, dank der Banane geht's sogar wieder. Und auch da Martinski, mal noch Dagibo und TB, ja. Prepper Mode, ja, kommt drauf an. Schauen wir mal. Erstmal was zum Preppen finden, dann sehen wir weiter. Mal noch Ilugella. So, ich probiere jetzt mein Toilettenpapier aus. Ja, es funktioniert. Hatte ich einen Zombie gehauen? Mhm. Ah. Okay. Aber. Oh, ja. Die Abnutzung ist ja gut. Also kann man mehr als viermal verwenden, auf jeden Fall. Ich habe von irgendeinem, der auch den schnellen Weg genutzt hat in Svetlo, noch eine weitere Garnitur Klopapier dabei. Ich hätte gern den Stein, den du dadurch hast. Kannst dir ein Steinmesser machen. Ja, es könnte sein, dass ich seinen Stein nicht mitgenommen habe. Nee. Daran habe ich nicht mehr gedacht. Aber das Essen natürlich. Ich habe jetzt 10 Vitamine. Ich habe einen Ofen gefunden. Zum Mitnehmen? Ich glaube. Okay. Wow, der ist riesig. Gibt's okay. Gibt's hier einen EVR-Sturm, sagt er? Ich wäre gerade so, als hätte ich irgendwas gehört. Ich habe die Vermutung. Bild mir ein, ich hätte gerade ganz leicht, ganz leise Kinderstimmen gehört. Und das ist nicht von draußen. Ah, wie witzig. Flipflops und Socken. Wir sind deine Freunde. Damit startet man. Wir sind nicht wie die anderen, Mann. Ehrlich? Los mit dem Gequatsche oder ich setze dir einen Blutegel an, klar? Ja, witzig. Sehr geil. Danke auch Lübecker Jung 1919. Danke auch dir für dein Prime-Abonnement. Willkommen, willkommen. Tja, ja. In Lübeck war ich auch schon so ein, zwei Mal. Wenn alles gut geht, na, Lübeck wird's nicht, aber wenn alles gut geht, dann dieses Jahr zumindest geht's auch mal wieder ein paar Mal Richtung Norden. Einmal, um genau zu sein. Danke, danke. Darauf freue ich mich auch schon. Ja, so lootmäßig ist es so medium, oder? Also ich finde zwar hier und da irgendwie ein bisschen was, aber was Cooles habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Weiß nicht, ob ich mich in Beresino direkt an den Brunnen trauen sollte. Ich überleg mal gerade, wo der Brunnen war. Ich glaube, der war sogar auch in der Nähe der... Am Supermarkt dran. Oh genau. Mein Gott, ja. Hier ist aber auch gut besucht gerade. Menschen oder? Hm? Nee, Zombies. Gehen wir hier mal rein. Yeah. Ich habe einen Anglerhut gefunden mit einem Angelhaken dran. Das ist gut. Ich habe eine Angel dabei. Das trifft sich gut. Und noch Eggman, Farby. Der Pilz würdest du mit Sicherheit irgendwie auch geben. Das glaube ich auch. Oh, Jackpot. Eine Kräutertinktur. Oh, das ist sehr gut, ja. Aber ansonsten... Schwierig. Sehr schwierig bis jetzt. Was sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus als in meiner Erinnerung. Also so Kleinigkeiten wurden auf jeden Fall an Chernarus verändert. Oder halt hier bei Chernarus Plus. Das letzte Mal habe ich halt die Map aber auch gespielt vor 5, 6, 7 Jahren oder so? Nee, kann nicht sein. Aber so 5 Jahre müssen es, glaube ich, sein. Ja, ich höre es mit den Zombies, was du meinst. Ich glaube, es kann ich schon. Cheer 100, danke für Dateset. Gerne, Michael. Danke dir für deine Bits. Dankeschön, dankeschön. Gerne doch, DateZ.
ich hoffe halt, dass dieses Jahr, naja, in dem Survival-Bereich halt ein bisschen was Neues halt kommt. Und das, da gab es ja echt ja gute Nachrichten rund um Stalker 2. Weil ich glaube, alle Leute sind sich einig, dass Stalker 2 irgendwann DayZ ablösen wird. Und es geht ja weiter. Und dann scheint auch zum selben Release-Termin, das heißt Ende des Jahres, irgendwann Anfang, Mitte Dezember, glaube ich, war es, müsste es dann soweit sein. Und da freue ich mich tierisch drauf. Und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, gibt es nochmal so einen kleinen Survival-Hype, wie es die bei DayZ damals gegeben hat. Show Love 100, Show Love 100, Show Love 100. Show Love? Was ist das denn, Olli? Danke dir für deine Witz, danke, danke. Ich sehe Herzchen. Ich sehe Herzchen. Uh-huh. Das muss irgendwas mit Pfingsten zu tun haben wahrscheinlich. Ich kenne mich da nicht so sehr aus, vor allem mit religiösen Feierkrimskrams, aber sieht mir doch eindeutig danach aus. Danke, danke, Olli. Was sagt ihr jetzt beide zu Stalker 2? Ja, auf jeden Fall. Na, denke ich doch auch. Lass mich überraschen. Naja, ich meine, die Grafik dazu... Na, auch Open World, genau wie bei DayZ. MMO-Faktor, modbar von Anfang an, also... Das kann... Also, ich weiß nicht. Das kann eigentlich nur super, super geil werden. Bild ich mir ein. Danke auch. OP-Event? Ja, hier ist ein Plakat hier. Achso. Danke, Daimatinski, für dein verschenktes Abonnement an Takivu. Dankeschön. Ja, hier ist Twitch, YouTube immer noch so ein bisschen voraus. Es ist wieder typisch like gewesen mit den Geschenkabonnements. Zu spät und zu wenig. Ewigkeiten gebraucht, dass man bei YouTube auch die Abos verschenken kann. Und jetzt kannst du es da leider nicht personalisiert machen, sondern nur random, so wie es ausschaut. Das ist natürlich... Ja. Bringt mir immer das ein oder andere Schmunzeln ab, wenn du sowas machst. Aber hier geht's ja bei Twitch. Deswegen, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das ganz gezielt verschenkt wurde. Danke, danke, David Titzki. Also. Ist ja auch nicht mehr so lange hin, so hart, wie es auch klingt, na, wenn man überlegt, ne? Ah, so 6 Monate. Wenn man die letzten 2,5 Jahre sich anschaut, die ja ne, auch nicht zuletzt auch durch Corona oder ja fast noch länger, ja auch irgendwie nur mit Verschiebungen und sowas zu kämpfen hatten, dann sind 6 Monate irgendwie eine sehr absehbare kleine Zeit auf einmal. Hier mal ein Brunnen? Boah, ist gut was los hier im Zentrum. Hier 200 Zug schieben. Danke auch Brüber für deine Bits. Danke, danke mal wieder fürs Zug anschieben. Danke, danke. So eine Nahkampfverwendung. Ich habe auch noch gar nichts von Nahkampf. Ohio 100. Messer habe ich schon. Bei mir nichts. Moin auch Zicke Doktor und danke auch Anja und danke nochmal Daimatinski, danke euch beiden für die Witz, dankeschön, dankeschön. Cheer 100. Oh. Nochmal unbekannte Tabletten. Ich erwarte jetzt eigentlich, dass mir hier gleich jemand einen, dass ich einen über die Rübe bekomme. Ich überlege gerade auch, ob ich bis zur Polizeistation noch durchgehe. Ins Wettlo? In Svetlo. Mhm. Weil... Ja, ich hab jetzt nicht so viel zu verlieren. Show Love 100, Show Love 100. Deswegen überlege ich so ein bisschen, so ein klitzekleines bisschen. Eieiei, Diegel Magazin. Okay, es geht ja, los. Es gibt eigentlich auch genug Waffen hier. Ich bin auch schon gut ausgerüstet eigentlich. Ohne Munition, aber... Oh, ich eher nicht so. Komm, jetzt sperren wir mal ein. Na, es klappt ja wunderbar.
Warte jetzt aber. Danke auch nochmal, Olli, für die Bits. Danke, danke. Vielen, vielen, vielen Dank. Mir nicht weg. Ich bin gefangen. Die rennen hier so wild um die Gegend, ne? Also in der Gegend umher. Die scheinen dich auch recht früh zu spotten. Also der ja. Zombie gerade, der hat mich wirklich über eine ordentliche Distanz gesehen. Ja. Und ist dann abgegangen. Also, puh, könnte interessant sein. Ihr sagt Twitch, dass man beitragen soll für Level 2. Hat das noch jemand mit Hype Train Banner? Ist nicht rüber? Mach mal einen Screenshot, wenn du kannst. Sagt mir jetzt auf Anhieb nichts. Also, ich finde noch nicht so viel Bewaffnung oder irgendwas. Ich habe jetzt gerade mal ein einziges Deagle-Magazin gefunden mit ein bisschen Muni drin. Ich habe auch noch keine Nahkampfwaffe. Ja, Info. Infoschild. Okay. Okay, hängt aber nichts dran. Vielleicht gibt es keine Infos. Ja. So, weiter geht's, ne? PP91. Ich höre irgendwas in-game. Ich höre auf jeden Fall irgendwie irgendwas wabern oder sowas. Naja, das sind, glaube ich, die Zombies, oder? Ich weiß nicht. Das sind ganz komisch, ja. Das klang eher nach irgendeinem mechanischen Summen oder sowas. Das ist aber immer so periodenhaft. So, Okay. Jetzt ist es aber auch weg. Das war nur ganz kurz da. Ist gelootet hier. Ja. Ah, so richtig. Es ist schwierig. Ziemlich schwierig, so wie es aussieht. Und noch Chedan. Moin, moin. Dann gehen wir mal zum kleinen Medi-Lager. Alter. Ja. Wir haben auf jeden Fall was an der Spot-Range geändert. Ich bin geduckt gelaufen. Oh, der hat einen Rucksack. Den hole ich mir mal doch. Ich bin geduckt gelaufen. Der hat mich auf 30 Meter oder was auch immer hat er mich gesehen und ist sofort auf mich zugerannt. Danke allen, die am Hype-Train teilgenommen haben. Dankeschön. Tja. Oh Gott. Strange. Ich glaube, bei dem Ding bleibe ich mal. Soll ich mich Richtung Norden machen, oder? Ich weiß nicht, also ich loot jetzt hier noch die Polizeistation, das Medi-Lager und dann würde ich halt eher nach Süden kommen, dass ich euch halt entgegenlaufe. Also, ja, erstmal schon. Ich würde nämlich gerne aus Beresino langsam raus. Es ist mir immer unwohl, hier so lange zu bleiben. Ich beschleicht so langsam der Gedanke, dass es so ein bisschen ist wie halt früher auch auf klassischen Servern, dass wir in den Newbie-Spawn-Gebieten einfach so gut wie nichts bekommen. Also, ich glaube, wir sollten schauen, dass wir vielleicht doch sogar relativ schnell landeinwärts gehen. Ja. Yes. Also, ich finde halt Loot, aber ich finde halt eigentlich nur Müll. Und das ist immer ein sehr gutes Zeichen dafür, dass ich eigentlich nichts mehr zu suchen habe. Ja, ich versuche unter einen Strand zu kommen, Ralf. Ich bin schon am nördlichen Ausgang von Beresino, also ich habe nicht auf dich gewartet. So. Ja, ich musste zum Brunnen und da war ich ja schon fast hier an der Police. Die Police habe ich gelootet, da musst du nicht rein. Hm. Ich
gar nicht, ob ich hier jemals wegkomme. Schauen wir mal. Oh, ne, hier nicht. Wo hatte ich denn die andere Jacke? Ich glaube, das war hier drin. Toll. Ich habe meinen Loot getauscht, weil ich eine Jacke tauschen wollte, aber die Jacke nicht mitgenommen. 357, da haben wir schon. 357. Es könnte sein. Vielleicht im Deal-Magazin, aber das kann ich dir gerade nicht sagen, weil ich mein Loot gerade nicht habe. Ja, ist zu spät. Ich lasse den Revolver liegen. Was? Wieso? Ja, 357, ja. Habe ich. Okay, dann nehme ich ihn doch mit. Satte, wo sind sie gelandet? 7 Kugeln. Also ja, auf jeden Fall. Ah, schmeiß ich raus. Besser. Danke. Ich hab hier ein Hühnchen, das würde ich auch noch eben gerne mitnehmen. In jeder Tür steht ein Zombie. Ich hab 3 Türen, ein Haus mit 3 Türen und vor jeder Tür steht ein Zombie. Ja, also ich bin jetzt gerade in dem kleinen blauen Medi-Lager drin und sag mal so, ne? Hier ist nichts. Ich war in so einem gelben Medi-Zelt drin, ganz recht weit am Anfang, und da lagen 2 Spritzen drin. Mhm. Das war's. Also, ja, schwierig. So, ich gehe jetzt noch zur Polizeistation, aber dann gehe ich, glaube ich, echt nach Süden weiter. Da müssen wir gucken, dass wir recht schnell weiter reinkommen. Aber die haben hier, glaube ich, den Brunnen umgesetzt. Ich bin mir eigentlich recht sicher immer, wo der hier war. Aber der ist ja nicht mehr. Ah, hier ist auch eine andere Polizeistation. Okay, es ist auf jeden Fall ein bisschen anders. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also die was passiert hier? Was meinst du? Ein Helikopter. Hier fliegt ein Heli. Okay. Nice. Okay, ich habe zumindest schon mal eine Stichschutzweste gefunden. Seiljacke, naja. Könnte auch sogar ungelootet sein. Landet der Heli bei dir? Hört sich nicht so an. Könnte sein, keine Ahnung. Ja, also die Polizeistation ist, glaube ich, ein Reinfall. Wir sollten... Ja. Ganz schnell nach irgendwie landeinwärts kommen. Da lag Muni? Wo hast du Muni gesehen, Schrille? In der Umkleidekabine? Okay. Lass mal die Umkleidekabine wiederfinden. Da, ne? Meinst du das hier? Ich habe Punkt 380 gefunden. Die 9x18 Muni. Ist nicht das Schickste auf der Welt, aber... Naja. Danke, Stritte. Ach! Na los, komm rein. Hatte bei euch schon ein Zombie mal irgendwie Loot dabei? Mit so vielen habe ich mich noch nicht angelegt. Ich auch nicht. Zombie-Kill-Count 0. Ich glaube, ich habe auch... gar nicht reingeguckt, ehrlich gesagt. Ich habe auch bis jetzt nur, ich glaube, 2 oder 3 getötet. Ich glaube, hier in dem Innenhof gab es auch nochmal irgendwo einen Brunnen. Aber eigentlich war relativ weit am Anfang einer. Ich bin bei Trinken halt jetzt schon bei Gelb angekommen. Der nächste Zombie klebt mir schon am Hintern. Eieieiei. Aber hier im nächsten Innenhof müsste eigentlich ein Brunnen stehen. War jedenfalls mal so. Da drüben. Boah. Rappelvoll mit Zombies.
Es könnte schwierig werden, glaube ich. Aber du kannst ja kilometerlang rennen. Also du kannst locker wegrennen. Hm. Hallo. Gar nicht runter. 9x19 Muni habe ich jetzt auch. Mhm, nehme ich. Ja? Ja, sauber. Vielleicht mache ich es sogar mal. So, jetzt müsste hier eigentlich der Brunnen kommen. Ja, der Brunnen ist noch da. Nice, sehr gut, sehr gut. Den gibt's noch, das ist sehr, 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 sehr gut. Dann trinke ich mich voll und dann... müssen wir mal gucken. Murphy, hallo, ja, Tebia, Leute, ändert euren Namen regelkonform? Wie heißt ihr? Heißt ihr komisch? Ich heiße Tolja noch. Tolja Ignat, von wegen dem Stalker-Server. Weiß nicht, ich bin Tesla. Wie immer, meistens. Ich hab keine Ahnung, ich will mal eine Nachricht schreiben. Ah! Noch mehr Zombies! Sollen wir einfach mal in Ruhe lassen? Tja, ich lass es mal. Also, ich glaube nicht, warum sollte mein Name nicht gut sein? Also, ich glaube nicht, dass mein Name gegen irgendeine Regel verstößt. Ja, los. Man kommt rein. Ja, alle beide, tut es. Drei haben wir schon. Na, das sieht doch gut aus. Ja, kommt her, kommt her, kommt her. Wie? Ja, 5 Minuten, okay. Okay, das hat schon mal geklappt. Ist das die Standalone von DayZ? Ja, klar. Witzig. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ihr das letzte Mal... Ja, ich meine die Ja-Tebia. Okay, also wir sind nicht gemeint. Alles klar. Entwarnung. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ihr das letzte Mal gefragt wurde, ob es die Standalone ist. Ich will doch einfach nur trinken. Ich würde euch so gerne finden. Ich bin am Wasser hinter Beresino, auf dem Strand. Wie weit bist du denn schon? Ich komme mal zum Wasser. Ich bin hinterm Containerhafen schon, hinter dem umgestürzten Hochhaus. Es braucht ewig mit Toilettenpapier. Ich habe 2 Schnitte, ich könnte echt fast verbluten jetzt, weil er einfach sehr lange braucht. Das ist ein guter Tipp, dann zerschneide ich schon mal was. Also der braucht länger als mit Rex, würde ich sagen. Doppelt so lang? Vielleicht? Wer hat denn den Angelhaken von euch? Ich. In diesem oder letzten Leben? In diesem. Noch alles dabei. Ich habe nämlich Hunger. Ein Hähnchen dabei. Sehr gut, sehr Hähnchen. Gut. Hm. Ich würde auch echt sagen, also ich kürze es jetzt gleich ab. Sobald ich hier einmal mir jetzt meinen Magen voll habe mit Wasser, gehe ich aus der Stadt raus, renne quasi ein bisschen außen rum und gehe straight. Obwohl, ich kann ja ewig rennen, habt ihr gesagt. Dann kann ich auch durch die Stadt durchrennen. Ja. Du kannst nicht ewig rennen, du hast schon Stamina. Ja, aber die ist gefühlt 15 Minuten lang. Okay. Ja, das ist so richtig. Dann, wie gesagt, dann würde ich auf der Hauptstraße bleiben, die nach Beresino führt. Es gibt ja eine so eine Küstenstraße, so eine lange. Mhm. Dann würde ich auf der Straße bleiben und erstmal nach Süden rennen. Und dann, also von hier aus, wenn ich straight durchrenne, brauche ich ungefähr 10 Minuten bis Beresino. Wir sollten also, wenn du mir ins Ende noch entgegenkommt, sollten wir uns eigentlich relativ schnell dann irgendwie auch finden. Genau, Anne, wo bist du denn dann jetzt? Also einen Hafen habe ich hier nicht. Oh, warte mal. Einfach im Wasser Richtung Norden? Wasser dann links oder rechts von mir? Ich habe keine... Rechts. Ja, Hauptstraße, sagst du. Ja, egal, oder auch Küste. Küste ist immer das absolut narrensicherste, aber da läufst du im Zweifelsfall auch mal einen Umweg. Na, du bist auf der Hauptstraße, Max? Ich werde gleich auf der Hauptstraße laufen, ja, aber ich werde ja Ralf vor dir finden, das heißt, das klappt ja eh erstmal und danach können wir eh noch gucken. Mhm. Ist das so? Okay. Naja, ne, wenn du auch auf der gleichen Straße unterwegs sein solltest. Ja, ich warte jetzt gerade noch, ne? Ja, okay, man kann echt Ewigkeiten sprinten. Ich
dachte, ich warte jetzt noch ein bisschen auf Anna. Ja, ja, mach ruhig, dann ist auch in Ordnung. Ja, mir ist egal, sagt's einfach. Ne? Also ich laufe jetzt auf der Straße, weil das dürfte kürzer sein. Na, ich will mich erstmal, aber ich kann sobald ich raus bin aus der Stadt, kann ich irgendwann noch umsteigen. Oh, Jackpot, Taschenlampe. Und ich blute schon wieder. Boah, ich bin nur noch einmal stehen geblieben. Minimal, das war vielleicht echt 2 Sekunden oder so. Jetzt muss ich mich schon wieder ewig verbinden. Ich bin schon bei Rot angekommen jetzt beim Blut. Des Nachts fällt das eh nicht so auf. Ja, aber trotzdem. So unnötig. Ich habe einmal keine Nahkampfwaffe. Die halten nicht sehr viel aus. Also ein paar Mal auch normale Schläge und dann sind sie auch weg. Fleischpaste. Nett. Ich meine, irgendwas. So. Haut mich nicht. Lasst mich. Ist da was drin? Nein, okay. So, ich bin jetzt am südlichsten Punkt wieder bei Svetlo. Und lauf weiter. Hau den Max. Nee, lass das mal. Der Max hat schon genug Hau gekriegt heute. Das reicht. Und ja, heute Abend rauben wir eine Bank aus. Ja, ja, auf YouTube tatsächlich schon. Schauen wir mal bei Payday 2 rein. So, bin jetzt raus aus der Stadt. Ich laufe weiter Richtung Norden, Anna. Wenn du noch klarkommst und nicht unbedingt jetzt was brauchst. Ich habe bei mir auch einen Huhn. Ich muss das ja noch nicht ausladen. Ich kann es auch so mitnehmen, ne? Am Stück da oder was, ne? Genau, dann lass uns gleich mal schön grillen an dem Feuer. Ich habe auch meins dabei. Ich muss das halt irgendwie erstmal auch kriegen. Mit. Naja. Ich verprügel's mit Klopapier. Ja, es hat geklappt! Zack, komm her, kleines Hühnchen. Ob an so kleineren Panzern und sowas, ob da auch Sachen dran spawnen? Oder eher nicht so? Habe ich ja nichts gefunden. Ne? Manchmal spawnt er so drumherum so ein bisschen was, aber hier jedenfalls nicht. Na dann, weiter nach Süden. Ja, es ist halt einlagiges Klopapier. Das tut halt weh. Einlagiges Klopapier. Na klar. Na, das ist ja wie nackte Fäuste. Das geht schnell. So. Witzig. Trinken zeigt bei mir immer noch 3 Striche nach oben, obwohl schon Ewigkeiten her ist, dass ich im Brunnen getrunken habe. Ich bin jetzt am Leuchtturm. Da war ich, glaube ich. Guck mal, ob auf den Schienen vor dem Leuchtturm ein Ofen steht. Dann weiß ich, wo du bist. Was auch sonst? Den habe ich da runtergeschleppt. Okay. Da musst du nur einen Gaskanister reinpacken und dann kannst du das Ding, glaube ich, anmachen und darauf grillen. Aber den hatte ich nicht. Nee, sowas habe ich auch nicht. So gar nicht. Aber das ist gar nicht so schlecht, dann können wir gucken, dass wir vielleicht zum kleinen Airfield laufen. Zum Beispiel, so die Richtung. Macht, glaube ich, Sinn, wenn wir so ein bisschen erstmal abseits der normalen Wege laufen. Ich laufe jetzt auch Straße, ne? Also ja, ich laufe auf der Straße. Landseite. Mhm. Ja. Sag mir, wenn du das Boot schon hinter dir hast oder schon einmal, wenn die Straße die Gleise kreuzt. Das sind so die nächsten markanten Punkte. Genau, ich habe rechts von mir jetzt einen Nebel, also an der Küste. Okay. Naja, aber so ein bisschen hier, ne? Meine Hauli. Moin, moin. Ja. Mach es, Eggman, gute Nacht. Ich habe, wie gesagt, auch schon Mittagsschlaf hinter mir. Es ist mittlerweile irgendwie ein bisschen kurios, aber. Ja.
So vormittags, Mittagsschläfchen hat sich bei mir jetzt mittlerweile echt so ein bisschen etabliert. So ein, zwei, dreimal die Woche kommt das echt so vor, dass ich dann, wenn ich so mit den Vorbereitungen und Arbeiten fertig bin und noch ein bisschen Zeit habe, ist dann gerade mal, sagen wir so knapp 11 ist oder so, dann lege ich mich teilweise echt nochmal so ein halbes Stündchen hin. Das ist ganz, ganz nett. Du. 2 Stunden? Ach du Kacke, wenn ich 2 Stunden Mittagsschlaf machen würde, dann. Puh! Ich habe einmal, also ich stelle mir ja sogar mal einen Wecker, aber ich wache auch immer schon vorm Wecker auf, aber ich bin einmal von letzte oder vorletzte Woche, weil ich mir keinen gestellt hatte, habe ich irgendwie über 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht, obwohl ich vorher schon eigentlich nicht wirklich richtig müde war. Und ich habe mich den ganzen Tag einfach gefühlt wie ein Alien. Das ging gar nicht. Hier ist ein Hochhaus, was umgekippt ist. Ja, genau, genau. Und würde dieses Hochhaus gerade stehen, würde dann eine Jacke drin liegen. So liegt die Jacke in der Luft. Okay. Ich kreuze die Schienen. Okay. Ja, dann noch so 1-2 Minuten sollten wir uns sehen. Das Hochhaus ist auch neu, das kenne ich auch noch nicht. Mhm. 40 Euro ist das Spiel zu teuer. Ja, warte aber doch mal ab, Darth Vader. Es ist immer mal wieder auch im Angebot. Dann zahlst du auf jeden Fall weniger. Oder vielleicht auf der Key-Seite des Vertrauens. Ja, nachschauen. Aber so prinzipiell gesehen ist es immer so 1-2 Mal im Jahr. Ist mittlerweile der 7-Angebot. Dann zahlst du ein Stück weniger. Nein, es ist natürlich keine Taschenlampe drin. Keine Batterie drin. Aber jetzt müssen wir ja auch aufpassen. Wieso? Oh, na, erstmal gibt's Autowalk auf Plus. Naja, das ist PvP an, ne? Wenn wir jetzt nachts wieder hell erleuchtet durch die Gegend latschen, wie wir es normalerweise machen, sind wir eigentlich nur ein gefundenes Fressen. Ich hab natürlich mal was zum Schießen. Naja, sobald ich auf Ralf getroffen bin, müsste es klar gehen. Dann bin jetzt an der Kreuzung. Hm? Müssten wir gleich 2 einsatzbereite Waffen haben. Pistolen, aber ja. Ich müsste auch chambern. Gibt's dafür ein deutsches Wort? Also eine Kugel nachladen, schießen. Ich überlege auch gerade. Ich meine, du legst. Nee, wusste ich nicht. Wie heißt denn das auf Deutsch? Keiner. Ich weiß es nicht. Ist das Einzelschuss nicht? Ist es ja auch nicht. Nee. Repetieren. Nee, ist ja. Es auch nicht. Bisschen ja, ist jemand? Repetieren hättest du ja hinten den Hebel, mit dem du dann mit der Funktion ja die Kugel rausziehst aus dem Lauf, also die leere Hülse und dann wieder reinpressen. Das hast du ja auch nicht. Das heißt, keine Ahnung. Moin. Eieiei. Hier, ich hab dir was mitgebracht. Ein Hühnchen. Ich hab kein Messer. Aber wir können Steine teilen, wenn du willst. Wollen wir das? Ja, hier einen Stein. Ich würde das aber gleich dann am Feuer machen. Ich würde sagen, lass uns doch schon mal das Feuer vorbereiten für Anne und uns. Ich sehe gerade gar nichts. Bist du noch auf der Straße? Direkt an die Küste gehen? Ich musste gerade mal ausweichen, aber ich bin bei der Straße. Ich laufe parallel zur Straße. Wir können hier noch entgegengehen, Ralf. Das müsste eigentlich klar gehen. Aber wir müssen eigentlich so ein Stück weit. Trinken sie gut aus bei mir? Essen? Naja. Bin bei beiden, bin ich bei weiß. Wie weit bist du runter bei Essen? Ich habe eine Fleischpastete, die kannst du sofort essen. Ja, gelb, also noch nicht kritisch. Ich würde die mir ganz gerne aufheben für Notfall, falls einer von uns wirklich mal auf Rot sackt und wir gar nichts finden. Ja, dann schnell weiter. Es geht auch hier gleich rechts einen Feldweg ab. Da kommen wir dann hoch zu sehr kleinen Ortschaften mit viel... keinen Namen haben, soweit ich weiß. Ja, haben sie, glaube ich, schon, aber da ist halt nur Feld und Bäume. Ja, aber würde ich tatsächlich mal durchlaufen. Würde ich tatsächlich machen. Die Richtung passt ja auch halbwegs, dann kommen wir früher oder später auch so ein bisschen Richtung kleines Airfield. Ist hier nicht schon Sinn. Ist hier nicht auch irgendwo das Jägerlager da am Waldhang? Da am Hang gelegen? Da sind doch irgendwie 5, 6 Jägerhütten. Verwechselst du das nicht mit Livonia? Kann das sein? Nein, das verwechsel ich nicht. Dann weiß ich nicht, was du meinst, ne? Okay, ich guck gleich mal, ob das weit ist. Ich meine, das müsste in der Nähe sein. Welche Waffen haben wir? Ja! Also, MP5, PP91, Revolver und 2 Magazine.
für Waffen, die ich nicht habe. Oh, dann hast du ja wirklich sogar was. Ja, ich beschwere mich nicht. Ich gebe auch gerne was ab. Hast du einen Rückenslot frei? Ich habe einen Rückenslot frei, ja klar. Ja, dann hier. Mein Essen ist rot. Wir kommen. Hier, ich habe dir die 9er rausgelegt. Ach nee, warte mal, jetzt brauche ich die 9er. Was brauchst du dafür? Ja, warte mal, dann gib mir doch mal was anderes. Gib du mir die 357er. 357er, okay, dann machen wir es so rum. Zack. Perfekt. AEK 9, ach, was ist denn das für ein Magazin? Ist das für die MP5? Nee. Keine Ahnung. Revolver Action. Nee, so lädt das Magazin auf jeden Fall nicht nach. Ja, wir beeilen uns. Leberpastete kommt. Bist schon raus aus Beresino? Ich bin jetzt beim Nebel. Ah, okay, der ist links von hier. Nee, rechts. Ja, von dir rechts, von uns links. Ja. So, halbautomatisch, das passt. Bleiben wir mal auf der Straße, ne? Okay. Der Nebel ist an dem Boot hier. Müsste halbwegs gehen. Also ein MP5 Boah. Ist schon ganz nett, aber naja, ohne Magazin eher schwierig. Ich kann noch 380 ACP abgeben. Also ein Magazin dafür, für eine Bison. Ja, ich habe auch noch ein Paketchen, aber halt ist kein... glaube ich, auf der Straße, ja. Ja. Anne, bist du das? Sehe nix. Direkt vor dir? Das ist sehr dunkel. Das ist ein PvP-Server. Komm her. Nein, das bin genau. Ich. Erst auf Runden klären. Du bist rot bei. Ich sehe nichts. Komm auf die Straße. Weihnachtsgüngs. Hier, Max. Moin. Weißt du was? Bitte die Anne doch mal. Na? Hallo. Was geht? Ich muss jetzt erstmal schauen, wer von euch wer ist. Es ist so dunkel, ich kann es echt nicht verstehen. Ich gehe weg. Da, wo es knurrt. Ich hoffe mal, das ist jetzt hier richtig. Oh, die ist aber ultra ergiebig. Nee, das dauert halt nur ewig lange, wenn du jemanden fütterst. Okay. Ich hab eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Oh Gott. Ja, du bist der Arzt, sehe ich. Das Hühnchen habe ich schon mitgenommen. Aber du hast es verloren. Aber ich habe das Messer verloren. Das Messer? Welches? Das Steinmesser. Ah, das ist nicht schlimm. Kann ich dir abgeben. Ich habe ein Steakmesser. Okay, perfekt. Weil anscheinend nach dem Craften... Naja. Sprechen wir nicht drüber. Es ist auf jeden Fall weg. Wollen wir dann ein Stück zurück? Da geht da, glaube ich, der Feldweg rein. Ja, oder können wir machen. Hast du den gesehen? Ich glaube, der Anne ist noch, Ralf. Anne ist noch. Er hat sich einen Teelöffel genommen. Dann. So, bisschen was in die linke Backe, ein bisschen was in die rechte Backe. Tja, ja. Sehr romantisch. Schön ist, ich sehe echt gar nichts von euch. Nee, könnte doch sonst wer sein. Ja. Das ist so. Magst du denn mal dein Knicklicht anmachen? Du hast ja schon einen Rucksack. Oder magst du auch? Ich habe keinen Rucksack, deswegen geht es bei mir nicht. Ja, kann ich gleich machen. Sagt man auf jeden Fall weiter landeinwärts. Wie viel ist denn noch dran? Ah. Weil der Fleischpastet oder was? Ja. Okay, die ist fast durch. Vielen Dank. Da, Nachspeise. Lecker, 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 lecker. Gut, wollen wir erst Feuer und Essen machen? Oder erst nee. Dann? Ich würde ein bisschen, würde ich nachlaufen. Bisschen rein, bisschen weg von der Straße, würde ich schon noch machen wollen. Also jetzt wieder nach Norden und dann schauen wir, was wir den nächsten Weg, Seitenweg finden und dann ein bisschen nach links weg und dann Feuerchen machen. Soll ich dir was abnehmen, Ralf? Ja, gerne. Ich habe auch noch Platz. Ne? Gut, hier, wenn du was gebrauchen kannst, das Steinmesser kannst du nehmen, die Winchester gerne. Der hat ja hier, was ist das denn? Moobox Mad Chicken. Mach mal. Ach, das ist ein Klanginstrument. Ah. Ich habe noch einmal was zu tun. Toll. Ich dachte. Ist okay. Wir sind mit also quasi, um Leute Stimme. Anzulocken. Ich verstehe. Genau. Hallo, ihr Lieben. Ja, nett.
Ja dann, Aufi, Aufi. Gut, hier noch ein Stück zurück oder wo wollen wir jetzt genau hin? Ich würde nach Norden gehen. Licht. Hinter uns ist Licht, ne? Ich gehe mal in den Wald. Bleiben wir zusammen im Wald. Ja, ich würde auch sagen. Anne, macht das Licht aus, sonst bringt das nichts. Es ist aber PvP. Dann sehe ich euch doch nicht mehr. Schienen? Ich muss mit Knicklicht laufen, ich sehe sonst nichts. Okay. Ich habe auf jeden Fall die MP, ich habe die MP5 draußen. Ja, Anne, dann lauf du vor, wir folgen dir irgendwie. Da ist ein Stein. Okay, dann. Schienen. Wir können kreuzen. Renn einfach 90 Grad genau, weil einfach weg rein. Das passt ja schon so halbwegs. Go, go, go. Links lang. Warte, 90 Grad links, hier. Genau. Ja. Ein bisschen weiter rechts, genau. Noch ein kleines Stück weiter rechts. So? Du läufst bei mir gegen den Baum. Und hast kein Knicklicht an. Achso, so, darf ich es anlassen? Okay. Wir haben Leute hinter uns mit weißem Knicklicht. Naja. Der läuft auf den Schienen. Ja. Wir müssen weiter nach links, du treibst zu weit nach Norden ab. Ja, links. Berg hoch. Passt so halbwegs wieder. Immer berghoch. So ist richtig. Das passt schon. Und jetzt einfach gib ihm. Danke, Happy Sand Gaming, für dein Stufe 1 Abonnement im 18. Monat. Und hallo, du Lieber auch. Danke, danke, danke. Moin. Schönen Sonntag und schöne Pfingsten auch weiterhin ja noch. Danke. Und sehe ich mit... Ja. Gibt Autorun? Da ist noch immer noch das weiße Licht hinter uns. Das ist ein anderer Dude. Ich sehe momentan nur ein einziges Licht. Seid ihr das? Du hast Ketchup. Er hat Ketchup in der Hand. Ich sehe es genau. Hallo. Ist das der Dude, der bei dir steht? Ja, kommst du zu uns, oder? Seid ihr das beide, oder ist da noch jemand bei euch? Hä? Seid ihr das beide da, die genau beieinander stehen und... Ja, wir drei. Ja. Wir stehen drei und ein weißes Knicklicht. Bleib ruhig mal hinten, Max. Ich will dich als Joker haben. Ja, ich sag ja, deswegen. Aber der hat doch nichts, oder? Was können wir für dich tun? Was los? Nicht, wollt euch nur finden. Zicke! Jetzt erkenne ich es. Hallo. Ja, ganz freundlich. Guck mal, was er schon alles hat. Gut, wollen wir weiter? Ich meine, es ist kalt. Ja, wir brauchen auch noch Zeug. Ja, klar. Tada, tada. Viel Spaß noch. Danke. Danke. Ebenso. Danke, Geschenke. Rucksack. Nice. Hast du bekommen? Wolltest du den haben? Nee, ich hab da einen. Ja. Passt doch besser zu deiner Hose. Geht schon. Thermosflasche. Okay, wollen wir noch ein Stückchen? Sonst, ich glaube, ja. Auf Dauer macht, ist das echt sehr, sehr, sehr gefährlich, was wir eigentlich betreiben. Ja, ich hatte ja gesagt, dass einer hinter uns ist. Ja, ich hatte auch schon gezielt, ne? Also so ist nicht. Ich hatte den Revolver auch draußen gehabt, aber... Ich habe halt auch immer nur eine einzige 9mm Kugel, die im Zweifelsfall fliegt. Wenn er dann noch zickzack läuft und sich bewegt, wird das schon sehr schwer. Ja, muss halt sofort treffen. Ja, der muss ihm eigentlich fast direkt in den Kopf schießen, weil selbst beim Körpertreffer, das ist halt nur 9mm, das hält er schon ein paar Mal noch aus. Oder in die Weichteile. Ja, oder na, wenn er blutet halt, ne, dann hast du halt Glück. Da musst du nur dranbleiben so halbwegs und entweder er verbindet sich halt oder nicht. Und solange kannst du einfach vor ihm wegrennen. Der klassische Anfangs-Daisy-Fight. Prügeln, bis einer blutet und dann heißt es wegrennen und dann rennt man erstmal schön in Kolonne, bis einer halt aufgefallen verblutet. Ja, hier gab es ja so einen kleinen See, ne? Mhm. Da war auch irgendwas dran. Aber ich sehe absolut nichts. So gar nichts. Hier gibt es auch das Jägerlager in der Nähe. Dazu müsste man noch ein bisschen näher an Beresino dran. Der rauscht hier, oder? Tja, nichts. Okay.
Ja, das ist ganz normal. Aber Fröstchen, Fröstchen, vielleicht sollten wir doch mal langsam schauen, dass wir irgendwie Lagerfeuer machen. Doch, jetzt höre ich auch irgendwas rauschen. Ich höre irgendwas, als ob, Anna, hast du deinen Voice an die ganze Zeit? Nee. Ja, ja. Okay. Hm. Läuft doch noch jemand mit uns mit? Unsichtbar, aber da. Gut. Zeit wird's für ein Feuer, würde ich sagen. Ah, es war das Transmitting via Radio. Vielleicht ist das auch ein Radiosignal gewesen, aber wieso sollten wir das hören? Ja, vielleicht einfach nur, um darauf aufmerksam gemacht zu werden oder sowas. Ich würde hier ein Feuer machen. Würden wir gerne hier machen. Ich habe leider nichts. Ich kann Stöckchen abbrechen mit den Händen. Mir ist nicht möglich. Lass noch mal ein Stück höher hier, wo der Wald ein bisschen dichter ist. Ja, hier ist doch gut. Hattest du mal bei Sniper Elite reingeschaut? Oder wie kommst du auf den gemeinen Hodenschuss? Nö. Achso. Irgendeiner von euch hat auf jeden Fall ein Steinmesser. Ich bin's nicht. So gar nicht. Da dauert die Nacht auf dem Server, wisst ihr das? Ich glaube, die ist nicht beschleunigt. Cool. Ich mag Nacht. Ich glaube tatsächlich, dass sie nicht beschleunigt ist. Ich hatte im Vorfeld irgendwas, als wir draufgeklippt haben, gesehen, dass Tag und Nacht irgendwie eine Beschleunigung, insgesamt eine Beschleunigung hat, damit es halt schneller geht als in Echtzeit. Aber das war bei beiden die gleiche Zahl, die dabei stand. Magst du dein Hühnchen? Legst du mir das raus, dann schneide ich das und wasche mir dann die Hände. Wen lässt du jetzt in die Hände waschen? Der hat eine Thermoskanne rausgelegt. Oh, okay. Cool. Müsste klappen. Tja. Federn. Ich kann euch einen langen Stock anbieten, den ich nicht anspitzen nee, ich hab schon kann. Hast du noch einen langen Stock? Ja, brauche ich mal für einen Feuerbohrer. Ja. Liegt draußen. Da brauchst du aber kurz einen Stock. Ah, ja, ich weiß, aber kriege ich da drei kurze raus. Schauen wir mal, dass wir auf die Distanz weggeballert werden. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Wir sind ein Stück weit abseits jetzt von der Hauptroute. Bäume sind auch halbwegs da, also mehr geht da jetzt auch erstmal noch nicht. Feuer machst du unterm Baum, bitte? Müsste eigentlich sein, ja. Möchtest du dir das Feuer dahin platzieren, wo es dir angenehm ist? Oder darf es da stehen? Yes. So, wegen okay. Regen und so. So. Gut, dann. Dunkel. Ah. Sehr schön. Wärme. Alles. Man kann ja Extinguish machen auf dem Feuer, ohne was in der Hand. Wie ist das? Pusten, oder? Vielleicht tritt er drauf oder so. Interessant. Kannst ja so ein bisschen so mit dem Fuß so Sand rüberscharren oder sowas. Ich meine, gut, der Waldboden hier sieht sehr danach aus, als würde der auch brennen können, aber... Max, du hast das Steinmesser, ne? Oder ja, ne? Ich hatte das. Wollen wir mal eben ein Seil machen oder so noch aus dem... den Gedärmen oder zumindest Angelhaken aus den Knochen. Ein Seil habe ich schon, also das brauchen wir nicht unbedingt. Könnt ihr mir einen angespitzten Stock rausnehmen? Soll ich noch einen normalen holen? Dann kann ich mich mitbraten. Ja, einer reicht doch. Wir haben nur 4 Stück. Na gut. So. Gut, ich muss mich auch mal eben eine Runde ausruhen. Bis gleich. Mach das. Weiß gar nicht. Gibt's hier regulär Schlafen? Nee, oder? Schlafen musst du, glaube ich, nicht im Spiel. Mm-mm. Okay. Na gut.
Ja, ich pack mal erstmal die Federn ein. Ich hab noch ein bisschen Platz. Tja, Knochen bleibt das gleiche. Ich hab halt nur mal kein Messerchen dabei. Ja. Wie viele Leute auf dem Server sind? Ich glaube, was stand jetzt am Ende? Medium gefüllt? Ich weiß es nicht. Also ein paar müssen... 60 passen rauf, ne? 60 passen rauf? Ja, dann müssten es sowas um... Weil Medium ist, glaube ich, mal so circa ab der Hälfte, also wahrscheinlich so um die 30 Leute. Ja. Müssten hier schon drauf sein. Und ein, zwei haben wir ja auch schon gesehen. Moin noch dumm. Moin. Schon irgendwas Leckeres? Ein Stück liegt schon draußen. Oh, 90 Grad, so wie ich es am liebsten mag. Was mit dem Steinmesser? Braucht er das nicht? Na, Ralf wollte das haben wegen Seil, ich weiß nicht. Naja, das kann ich auch machen. Solange das Messer eh noch draußen liegt, dann mache ich mal weiterhin Angelhaken. Zack. Ah, demoliert. Lange macht das aber auch nicht mehr. Nee, der Angelhaken ist dann... Oh, der war jetzt noch makellos. Okay. Was ist hier anders? Ich habe ja auch noch den industriellen, also... Na, und eine Angel habe ich ja. Ja, sieht jetzt nicht so schlecht aus. Aber das Steinmesser ist durch. Ja. Jetzt haben wir noch zwei mehr Knochen. Die kann ich aber sogar auch noch mitnehmen. Das geht sogar immer noch. Willkommen zurück, Ralf. Powernap 3000. Wie weit seid ihr mit Essen? Was habt ihr so? Das vorletzte habe ich jetzt, brate ich gerade. Nee, ich meine, seid ihr gelb oder weiß? Wie viel okay. Hunger habt ihr? Bin jetzt auch bei gelb. Schon eine gewisse Zeit lang tatsächlich sogar. Ja, vor Pfingsten, dumm. Könnte also interessant werden auf Dauer. Ralf? Der Ralf ist gemutet. Jetzt wieder da und Powernap erfolgreich. Was für Teller? Jo. Nice. Wie viel hast du denn schon gegessen, Max? Eins oder? Gar nichts. Ich habe eins im Inventar, das ist halt noch zu heiß, da warte ich noch drauf. Bin jetzt gelb bei Essen, also ich würde eins auf jeden Fall essen und dann würde ich mit dem Rest sogar warten, wieder falls einer von uns auf Rot fällt und wird. Weil so viel haben wir jetzt halt auch nicht. Dass man sich verbrennt beim Essen. Ja, ich meine auch so insgesamt, also... Solange wir nicht so viel haben, macht es, glaube ich, schon Sinn, das halbwegs so weit zu sparen, dass immer da, wo es wirklich brenzlig wird, wir es eher einsetzen. Jupp. Danke auch Herr Baal und Besengrund und Germatze 1986 für eure Follows. Danke. Ist und willkommen. Sind wir durch mit dem Grillen? Ja, ne? Jo, ich glaube schon, oder? Ich will das mal. Knochen hat leider nicht ganz gereicht. Das Steinmesser ist schon durch. Ich habe noch zwei so, aber die habe ich jetzt auch im Inventar dabei. Ja, das passt schon. Interessant, das passiert, wenn man das versucht auszumachen. Ich weiß nicht, was du da machst, aber es sieht nicht danach aus, als wenn du es ausmachst. Irgendwie nicht, ne? Ich greife jetzt voll ins Feuer bei mir rein. Dann mach du das mal. Es dauert Ewigkeiten. Ich habe mich schon gefragt, warum da Blut jetzt gerade unter mir ist. Das ist doch von den Hähnchen. Ich weiß auch nicht, was der da so richtig macht. Vielleicht tritt das echt so ein bisschen auseinander. Also ich meine, es gäbe ja schon durchaus Möglichkeiten. Spätestens halt mit Sand. Aber es ist wieder... okay. Keine Ahnung. Guck mal hier, Max. Was kommt denn hier rein? In die Waffe. 9x19? PP, oh. Warte mal. Ja, dann nimm die doch. P91. Ja, naja, es ist wie mit der MP5, ne? Also, das nimmt sich nicht viel. Vielleicht ja für Anne. Ich meine, ich habe 20 Kugeln 9 und dann kannst du wenigstens ein bisschen schießen. Teile ich einfach. Ja, aber du hast auch schon was auf dem Rücken, ne? Naja, aber die schießt 22er, die habe ich nicht.
Sporter? Ja, dann nimm die doch erstmal, ne? Dann lege ich dir dazu 10 Kugeln 9er raus. Ist jetzt ist nicht dicke, aber naja, ne? Willkommen im Chamber-Club. Ja. Dann kann wieder wenigstens jeder von uns so ein bisschen schießen. Hey, machst du nicht wieder an? Warum nicht? Ach Gott, die ist ja so groß. Gut, weiter? Ja, würde ich sagen, oder? Ein bisschen landeinwärts. Ja. Weiter die Richtung von Emthalten müsste so ungefähr gehen. Ich glaube, ich sehe sogar links noch Teile Beresinos. Also ist gut, weil dann können wir echt zu diesem Jägerlager mal hin. Ich muss die Mu-Box rausschmeißen. Ja, schmeiß ins Feuer. Wie seid ihr? Ist ein bisschen links auf dem Feld. Die ursprüngliche Laufrichtung. Rechts, 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 hoch. Okay. Jo. So. Schnabulieren wir mal eine Kleinigkeit. Das ist mal so ein halbes Hühnersteak. Es bleibt spannend, was das da gibt. Lass mal so einen kleinen Hirsch vielleicht jagen. Vielleicht haben sie es ja. Wie viel habt ihr jetzt rausgekriegt? Zweimal Fleisch? Pro Huhn? Mhm. Das klingt mir eher danach, als wär's die normale Fleischmenge, die man bekommt. Wäre so ein Hirsch oder so ein Reh durchaus recht ergiebig für uns. Wieso? Okay, voraus, Ziegen. Schafe, oder? Ja, oder so. Ich habe ja einen Revolver, dann müsste das gehen. Ja, ich würde sagen, wir schleichen uns an und jeder erlegt eins, dann haben wir ein Festessen. Wir haben, sie können jetzt jeder schießen. Na, 9 mm. Okay. Ist gut. Schießen, ja, sauber. Ja, klar. Guck mal, es sind 3 Stück. Ja, ich sag ja, jeder ein Schaf. Ich kann immer noch nichts machen, ich habe immer noch kein Messer, aber ich würde zumindest drauf schießen. Ich würde rechts ein bisschen rumzirkeln bis zu dem Ballen. Ich mach das gleiche gerade links rum schon. Dann gehen bitte. Mhm. Und ja, dann schießen wir uns gegenseitig über den Haufen. So wie es sein muss. Oder ich gehe hinter die Scheune, falls sie in die Richtung laufen. Hier links sind nochmal Obstbäume bei mir, da können wir auch nochmal ein bisschen Glück haben. Also ich wäre jetzt schon... Anne, das ist eine super Idee. Einfach langsam gehen. Dann bist du genauso leise, aber du kannst höher gucken und zielen. Ich bin in Reichweite und könnte aufs Erste schießen. Sagt, wenn ihr soweit seid. Ja, ich bin auch in Reichweite und könnte schießen. Ich sehe nur 2. Ich sehe auch aktuell nur 2, aber 2 sollten ja eigentlich auch reichen, oder? Ich sehe alle 3. Okay, ich gehe noch ein Stück höher. Ich bin schon fast oben an der Scheune. Okay. Ich sehe es schon kommen. Also Max, du hast das links, Ralf, du kriegst das rechts und ich Mitte, okay. Dann rennen sie alle weg, weil alle nur angeschossen sind. Oh, hier sind Zombies hinter der Scheune. Wir kriegen auf jeden Fall, mindestens 3 Stück. Wir müssen dann wegrennen. Wenn wir geschossen haben, müssen wir wegrennen. Ja, wir sind aber auch zu dritt, das sollten wir auch immer noch hinkriegen. Ah. Ich habe vorhin alleine gegen 2 gekämpft, das ging auch klar. Alle bereit? Jetzt gerade nicht mehr so richtig. Ich sehe das linke nicht mehr gut. Oh, warte, ich kann ja auch aufstehen. Ja, ich sehe es jetzt wieder. Ich sehe 2. Richtung. Anne, 1 ist zu dir näher. Soll ich das hintere nehmen? Das hintere ist wahrscheinlich das auch. Ich sehe jetzt auch alle 3. Jetzt stehen bei mir gleich alle 3 in einer Linie. Ja, 2 stehen bei mir in einer Linie. Und dann ist noch da hinten 1. Seid ihr soweit? Ja. 3, 2, 1, go. Sehr schön. 2 down, ich lauf weg. Nö, ne, sind 3. Haben sie. Okay. Achtung, Zombies, ne? Ja. Ein Zombie weniger. Mit jedem weiteren Schuss kommen halt mehr aus der Stadt, ne? Ah, die dürfte zu weit weg sein. Also Beresino dürfte auf jeden Fall zu weit weg sein für die Schüsse. Haben wir überhaupt noch was zum Schneiden? Ich sag ja, also ich guck mal vorne, ob ich was finde. Ich kann ja eh nichts machen. Ich kann was. Ich hab da nur gleich dreckige Hände. Mach dir doch Rex aus deinem Toilettenpapier. Oh. Der Plan. Zombie kommt, Achtung. Hallo.
Geht's mit dem Zombie? Da sind zwei. Ich muss erstmal weg. Bin da. Okay, die stehen bei mir auf der Stelle. Au, oh, ich bin. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ich stand 10 Meter weg und der hat geschlagen aus 10 Metern. Das war auf jeden Fall ein Serverlag. Ihr standet bei mir auch gerade. Einer ist tot, es rennt nur noch einer hinter dir her. Ja. Wir können kommen. Gibt's eine Menge Obstbäume, ne? Wir müssen eigentlich mal gucken, ob wir nicht noch eine Kleinigkeit finden. Soll ich alle drei Schafe schneiden? Wenn du kannst, mach ruhig. Ich hab den zweiten Zombie auch, Anne. Mhm. Ja, ich muss mir erstmal hier meinen Teddy holen. Ja, mach mal. Ich glaube, ich gehe dann so kurz noch den Weg hier ab und schau mal, ob ich noch ein paar Steine finde, damit ich mir auch noch ein Messer machen kann. Dann kann ich wenigstens ein bisschen mal mithelfen. So. Oh, hallo. Ein satter, getrockneter Apfel. Ein frischer Apfel, das wird ja mal besser. Ich hab mir ein Geschenk für dich, Max. Messer? Nee. Oh. Aber was Hübsches, finde ich. Eine AK? Nein, du musst simpler denken. Wo eine AKM. Du warst doch gerade noch bei mir. Ich bin, ja, eigentlich schon. Ich bin bei den Apfelbäumen, die direkt bei dir dran stehen. Ich geh die gerade ab und schau mal so ein bisschen, ob ich halt noch was finde. Ach, da oben. Guck mal. Ja, ist jetzt nicht so wichtig zum Überleben, aber guck mal. Ganz hübsch. Nett. Ne? Ich habe auch ein besseres Oberteil gefunden, wenn ihr eins wollt. In der Scheune oben ist eine Stalkerjacke drin mit 36 Plätzen. Die nehme ich. Ich gehe in die Scheune. Ja, der sieht doch schick aus, der Rucksack. Ne? Finde ich auch. Hast du da Sachen drin gelassen? In der Scheune? Oder? In der Jacke. Alkoholtinktur und einen Angelhaken. Ja, ich wollte wechseln, aber dann ging es mit den Zombies los. Deswegen bin ich los. Aber kannst doch behalten. Also, Geschenke. Welches Spiel ich besser finde, Scum oder DayZ? Eindeutig DayZ. Ganz weit vorne. Aber auch eher stilmäßig. Ah, okay, hier bist du drin. Gut. Bin in der Scheune, bin fertig. Rucksack, aber der ist. Hast du das ganze Fleisch dabei? Ja, alles voll. Okay, perfekt. Ja, vielleicht haben wir Glück und es gibt hier noch einen Brunnen drin. Mhm. Aber ich würde auf jeden Fall looten wollen. So oder so. Mir scheint es nämlich das erste Mal ein bisschen mehr Loot zu geben als in den Startgebieten. Ja, das müsste der Ort sein, dieser. Ich glaube, hier war ich auch noch nie. Also, das Dorf. Entweder kam das später dazu oder irgendwas dergleichen, aber ich. Also. Wüsste nicht, dass ich hier jemals schon mal gewesen bin. Es gibt schon sehr lang, aber hier läuft man normalerweise nur durch. Oder dran vorbei. Hm. Ich habe jetzt eine Taschenlampe mit Batterie. Scheint jetzt auch nicht absolut Zombie überlaufen zu sein. Also, es könnte durchaus sein, dass wir hier mal so eine kleine Klitzekleinigkeit kriegen. Oh, hast du noch deine Sporte auf dem Rücken? Ja. Ich habe ein Päckchen 22er gefunden. Das ist schön. Wir haben einen Brunnen. Ja. Nee, hab ich's ja. Wir sind nicht auf RedXDR unterwegs. Wir spielen auf German DayZ Livonia. Generous Plus Survival. Ich hab ein Küchenmesser. Schön. Ich würde dir ganz gerne, wenn es über wäre, das abluchsen. Na, über ist nicht, aber kannst du haben. Ja, wenn jetzt gar keins hast, kannst du auch behalten. Ich meine, ich brauche halt eins. Irgendwann noch irgendwie auf Dauer, aber vielleicht finden wir hier noch eins. Ah, hier am Brunnen ist jemand. Ja, das bin ich. Wo ist der Brunnen? Die Linie weiterlaufen, die du von den Zombies weggelaufen bist. Dann kommst du eigentlich so ziemlich zum Zentrum. Kannst dich auch an dem kleinen Weg orientieren, an dem du vorhin dran warst. Das müsste genauso klappen. Ist eher langgezogenes Dorf. Zentrum. Ach, da seid ihr. Das ist ja schön. Moin. Ein Topf. Oh, ein schicker Topf. Ja. Was ist das denn für ein tolles Teil? Topf und Thermoskanne. Ein Wasserkanister oder was ist das? Nee, ein alter Topf. So ein Emailletopf. Sehr cool.
Ich leg dir die 22er vor die Füße. Ja, hier sollte ja was gehen, oder? Also. Das ist auch hier in der Nähe vom Jägerlager, da wo ich hin möchte. Ja, perfekt. Wo wollen wir dann gleich mal grillen? Es wird Zeit. Vielleicht in einem Haus diesmal, wenn wir schon mal die Chance haben. Ja, oder irgendwo im Wald dann nochmal. Ja, nee. Und jetzt haben wir auch einen Topf, da können wir ja schnell grillen. Ich höre schon wieder das Rauschen. Nee, das ist vom Server. Das ist genau gleich laut wie genau wie vorhin. Oh, Schippes. Wie sieht's mit Essen bei euch aus? Kann ich mir die reinziehen oder eher nicht so? Ja, ja, iss mal. Ja, ja. Ja, okay. Bin noch auf gelb, passt. Ja, ich bin auch auf gelb, aber ich meine halt. Ja, ich habe einen Rucksack voller Fleisch und Fett, ne? Also, müssen wir halt mal machen. Okay. Hier ist eine Base. Moin noch reingehauen, moin moin. Raid Bar. Wenn du eine Säge hast, ja. Nein, natürlich also, wenn's nicht. Wenn es dir eingetragen ist, keine Ahnung. Das ist mit Code Lock. Ich hab gar nichts. Kartoffelchips, wie cool. Ich glaube mit Bacon-Geschmack, wenn ich das richtig sehe. Wenn ich Chips esse, erinnere mich gern an diese Zeit ohne Mord und Totschlag. Was? Yeah, die Verpackung verspricht ein garantiertes Goodie. Okay. Nice. Geh schon mal weiter in Richtung des Jägerlagers. Weiß nicht, in welche Richtung das ist, insofern. Da aus, wo wir. Also durch den Ort durch. Wir müssen auf der anderen Seite raus und dann rechts halten. Okay. Auch unbedingt ein Kompass. Ja, also wollen wir komplett looten? Ich meine. Ja. Oder? Ich höre jemanden von euch, glaube ich. Also ich brauche halt wirklich noch sehr vieles, auch Grundlegendes insofern. Mhm. Und da es hier recht ungelootet bis jetzt aussieht, würde ich sagen, ja doch. Hallo. Hi. Hat jemand schon Gürtel? Nee, ne? Ich glaube, ich habe tatsächlich einen. Dann habe ich noch ein Geschenk für dich. Passt aber nur eine Wasserflasche dran, Messerholster und Pistolenholster. Mhm. Bis jetzt sind wir ja schon durch. Ah, nee. Links. Von dem Ort. Ah, ich sehe euch beide. Ich bin links von euch. Jetzt ganz leicht hinter euch links. Ja, ja, ich habe. Ist eigentlich nur noch ein Häuschen, dann bin ich hier tatsächlich auch durch. Ist sehr schön, dass so wenig Zombies gibt oh, hier. Oh, guck mal. Komm mal her. Ja. Klebeband. Hier ist ein Haus mit einem großen Kamin, wenn ihr wollt. Hier auch. Hat man den in einer Hand? Ach, wie cool. Bist du so ein Versicherungsvertreter? Nee, ich bin auf Reisen. Wo ist Max? Ja, andere Seite. Ich komme zu euch. Wenn ihr jetzt nicht weiterlauft, dann müsste ich dann weiß ich ungefähr, wo ihr seid. Was hast du denn noch hier? Eine Maske. Eine Clownsmaske. Hm. Okay. Ja, habe ich irgendwann an dem Auto schon gesehen, wahrscheinlich. Ist es die? Das ist, glaube ich, auch das, was du gesehen hast, John. Das also war ein bisschen Clownsmaske gewesen. Definitiv. Oh, nein. Ich sehe, als ob ich Angst mache und du, als ob du was. Ja. Weiter wissen, guck mal, was hier drin war. Ja. Nett. Ich denke mal meinen Rucksack daneben. Hier, guck mal, was ich dazu, dafür habe. Guck mal, für deinen Gürtel. Oh, ja, nice, danke. Ich habe einen Sticker. Weiß gar nicht, wann ich den aufgesammelt habe. Den kannst du an die Waffen machen. Na, ja, macht mal. War die hier in dem Haus schon drin? Wahrscheinlich ja. Ich habe keine große Waffe mehr. Nee, ich kann den da nicht ranmachen. Ich habe zumindest Slots dafür gesehen, zumindest auf der MP5, glaube ich. Nein. So, warte mal, hier vielleicht. Ja, hier geht er. Moin, auch betrunkener Affe. Willkommen zurück und dir auch schöne Pfingsten. Ja. Da ist ein Zombie. Gut, wollen wir noch weiter bis zum Jägerlager oder wollen wir hier Feuer machen? Genau, bis zum Jägerlager. Gut, dann querfällt ein hier. Na dann, auf geht's. Bin ja ein bisschen neidisch auf das Paddel, was ich hier vor mir sehe. Mir fehlt es echt immer noch an der Nahkampfwaffe. Ich hau mit dem Koffer jetzt zu. Du hast da jetzt ein Messer.
Ja, ja, aber das nutze ich doch nicht dafür. Nee, nee. Nee, ja, nee. Angespitzten Stock noch reichen. Kannst du pieksen. Nee. Wie war denn das? Man kann sich doch einen Speer machen, oder? Also der angespitzte Stock müsste ja eigentlich schon reichen. Die ja, halten Knochen die, kannst die du halten doch eine Speerspitze machen. Genau. Das müsstest du mal probieren, wenn du Knochen in der Hand nimmst. Also einen Knochen in die Hand, dass du da so eine Speerspitze draus machen kannst. Mach ich beim Jägerlager gleich, sonst muss ich den Koffer aus der Hand legen. Das Jägerlager ist links die Straße weiter, aber ich gehe hier noch wegen Steinen lang. Tja. Tja. Okay, wir können von mir aus rüber. Ja. Das sieht aus wie der Sensenmann, ja, ja, der die Stalkerjacke ist schon ein bisschen härter. Ja, erst einmal betrunken auf geht hier Daisy. Ne? Heute Abend bist du Payday auf YouTube. Also. Heute gibt's auch ein bisschen konträres Programm. Morgen kommen dann die Zombies wieder zurück, aber in anderer Form. Ein Pilz. Dann gibt's nämlich wieder Days Gone. Ich bin nur kurz reingeschaut. Wie läuft das auf dem PC? Ganz anständig. Ich hätte mir gewünscht, dass sie ein bisschen mehr die Grafik optimieren, also hin zu sieht besser aus, weil ich habe mordsmäßig viel FPS, also da ist eigentlich ein ordentlicher Leistungsüberhang, den sie durchaus hätten nutzen können, um vielleicht, ich weiß nicht, ein bisschen mehr Lichteffekte oder irgendwas reinzuklatschen. Das hätte schon wahrscheinlich immer noch recht gut funktioniert. Also ich renne fast die ganze Zeit irgendwie mit 140 Bildern pro Sekunde darum. Mhm. Und bei so einem Singleplayer-Spiel hätten 60 konstant auch getan. Kann ich irgendwie das so beeinflussen, dass er nicht dauersprintet, wenn ich Autowalk mache? Oh. Nee, keine Ahnung. Naja, dann halt nicht. Ja, aber ansonsten eigentlich ganz angenehm. Ah, ich könnte mal überlegen, ob ich vielleicht über das Nvidia-Tool vielleicht ein bisschen Super Sample. Das könnte was werden. Wir haben Anja, wir haben Anne verloren. Nee, ich bin hier bei euch. Ah, da. Sauber. Ich dachte, ich bin auch nicht ganz so öffentlich auf der Straße. So, willkommen. Ralf sieht so auffällig aus. Ich hoffe mal, dass der erste Schuss erst in Richtung Ralf wandert und dann renne ich dich auch runter von der Straße. Aber ich bin farbmäßig, glaube ich, mit dir aufgelöst, ne? Wollt ihr schon mal hier looten? Dann kann ich mich schon mal hier Feuer machen. Mhm. Hier, jetzt ja, raus. Ruhig. PUBG spielen wir auch noch betrunken auf. So, hier und da kommt das durchaus mal vor, so 2-3 Mal die Woche. Diese Range. Eine Longhorn. Ich hab keinen Platz. Oh, Slugs. Geil. Oh, ich hab sogar Money dafür. Die Longhorn? Ja. What? Also nicht viel, aber... Dann müsst ihr aber eine Mosin finden. 3 Schuss. Wieso Mosin? Mosin schießt andere als Longhorn. Ach, haben sie es geändert? Als sie damals reingekommen ist, hatte die noch die Mosin-Muni. Nee, 308er Schuss die jetzt. 308. Ah! Und ich hätte noch... Ja, ich habe auch eine Longhorn. Welchen Zustand ist deine? Abgenutzt. Okay, meine auch. Dann lasse ich die aber liegen. Das mit dem Rucksack ist irgendwie eine Witz... Mit dem Koffer ist irgendwie eine witzige Sache. Da passt doch echt eine ganze Menge rein. Was da auch... Würde da der Topf ranpassen? Eigentlich? Hat der Slots zum Ranmachen? Am Rucksack, meinst du? Nein, der nicht. Okay. Aber ich pack das Zeug halt alles in den Koffer jetzt erstmal. Achso, so halbwegs du das. So, Feuer ist an. Nice.
Pleasure. Einmal eigentlich komplett alles leer gemacht hier. Das Lager nehme ich eigentlich immer mit auf meinem Weg ins Inland. Oh. Wir haben ja auch Süßgewässer, ja sauber. Kannst auch angeln, ja. Sehr geil. Kriegen wir echt eine ganze Menge. Na los, komm rein. Was blutete? Das sah so ein bisschen aus, als wenn er auch noch blutet. Hey, jetzt mal los, jetzt tu es, komm rein, komm rein. Ja, jetzt blute ich, sauber. Ach ja, genau, ich wollte mir eigentlich ja mal normale Racks machen. Aber das nicht mehr so Ewigkeit dauert. Taschenfisch, ja, ja, habe ich auch schon. Hat da gerade einer geschossen von euch? Ja, ich. Mir gehen die hier auf den Zünder. Aber die sind, die fallen auch um mit einem Schuss. Nice. Ich kann dir noch eine Hose abgeben. Kannst die zerschneiden. Welche? Was zum Desinfizieren habe ich ja auch. Ja, habe ich auch dabei. Ich bräuchte auch irgendwann nochmal eine intakte Hose. Meine ist nämlich eigentlich gar nicht so richtig gut dabei. Noch meine Anfangshose und die ist eher kaputt. Tarnhaube. Sieht ja cool aus. Ach, eine Taschenuhr. Ich dachte, es wäre ein Kompass. Ein Hühnchen gäbe es hier irgendwo sogar auch nochmal. Sauber. Wir brauchen unbedingt eine Schrotflinte. Ich habe jetzt schon das zweite Päckchen Schrotflintmuni gefunden. Und ein Yachtmesser. Geil. Ja, ich gehe mal zu Ralf zurück. Moin auch, Los Carlos. Moin. Ja, also zumindest einen Taschenfisch würde ich mir echt ganz gern mal zurecht angeln. Ich glaube, mehr bräuchten wir wahrscheinlich eh aktuell nicht. Oh, cool. Hallo. Moin. Oh, so ein kleiner Taschenfisch, ne? Du bist durch hier, ne? Oder? Ja, ja, ja. Die Türen hinter dir zugemacht? Nein. Doch, okay. Teilweise schon. Bei zwei, da sind Zombies drin. Achso. Da würde ich nicht unbedingt reingehen wollen. Hm. Moin, Ralf. Servus. Na? Eieieiei. Können wir den. Ich kann den Koffer eigentlich ein bisschen freiräumen, da können wir nur Essen da reinpacken. Haben wir einen Fleischkoffer? Mhm. Fleischkoffer, sehr schön. Ich glaube, das mache ich mal. Also, ein, zwei Kleinigkeiten habe ich gefunden. Schön. Das Deagle Mac würde ich mir mal nehmen. Ich habe ja eh die 357, ne? Ja, mach mal. Kannst im Prinzip alles haben, was da drin ist. Dann räume ich mal echt um. Ich würde dann ganz gerne mal dir die Angel kurz entführen, Anne. Damit ich mir meine Taschen verschulen kann. Ja, klar. Wir brauchen noch Holz. Ich habe jetzt ein Messer, also ich kann jetzt auch was holen. Freude am Malen mit Bob Ross habe ich gefunden. Hier? Was? Was? Genau. Ach nee, sehr unauffällig. Wie war's? So, sehr unauffällig. Oh. Da, Freude am Malen mit Bob Ross. Okay. Laufzeit Staffel 13, Folge 10. Laufzeit 28 Minuten. Alles klar. Ich habe noch ein Holz dran gepackt. Ey! Meine Banane! Ich wollte die grillen, das ist voll geil. Meine Banane. Gegrillte Banane? Ja, cool. Voll lecker. Echt cool. Schmeiß mal eine Banane auf den Grill, auch in echt so. Ist schon geil. Warte mal, ich leg dir noch die Okay, also die in echt habe ich das so auch noch nicht gemacht.
Ich habe mal sogar bratende Bananen und sowas gegessen. Das war nicht so meins. Ich muss sagen, ich mag meine Banane nur auf eine Art und Weise, nämlich so, wie sie ist. Mit Schale. Ja, packst du mit Schale einfach auf den Grill, bis sie außenrum richtig dunkel ist. Dann ist sie innen drin richtig schön warm und dann kannst du die löffeln. Zum Beispiel mit Honig. Ja, könnte cool sein. Aber ich glaube, ich esse meine Banane weiterhin so, wie sie ist. Frisch und knackig. Sind die Angel jetzt da? Okay. So. Mein Mann, ist das nebelig hier. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, der Kamin ist nach oben hin so ein bisschen verstopft. Das kommt alles innen raus. Komm gleich wieder. Will jemand auch einen Taschenfisch von euch oder eher nicht so? Nee. Nee? Okay. Ralf? Kleiner Glücksbringer gefällig? Klar. Nice Klärchen. Was? Achso, ich brauche noch ein Würmchen. Ach ne, ich würde die Banane wirklich gerne grillen. Ja, dann mach doch. Ich glaube, Banane. Ralf hat ein Anliegen, Anne. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ihm ist da irgendwas wichtig. Willst du sie dann auch essen? Nö. Es geht ja hier nur ums Grillen. Klar. So. Er schaut gerne zu. Das Okidoki. Dann wollen wir mal. Nochmal ein Powernap, bin gleich wieder da. Das gleich. So. Und so. Und so. Und los. Das macht mich wahnsinnig mit dem Zombie hinter und mir da noch irgendwo mit drin. Ah. Und? Mist. Yep. Ich hab meinen Taschenfisch. Perfekt. So, dann mal los. Zu Nummer 2. Moin noch Zani. Hallo. Liebe Grüße in den Garten. Tippe ich mal auch weiter drauf. Ich hoffe, du grillst schon. Und wenn nicht, dann hoffentlich noch spät, ja. Das ist echt das eines der Nachteile hier an der Wohnung. Dadurch, dass hier halt Gärten gleich um die Ecke sind, wenn der Wind ungünstig steht, riechst du es eigentlich fast immer, wenn irgendeiner in den Gärten grillt. Und es grillt immer einer jetzt aktuell in den Gärten. Und ich will auch. Ich würde sehr gerne auch grillen die nächsten Tage. Vielleicht ja so eine kleine Banane. Ja, ja. Probier's. Okay, du musst halt auf Süßkram stehen, da bin ich ja eh ganz vorne dabei. Pack dir mal deinen Fisch hier rein, in den Trockensack. Endlich. Da ist er. Tada! En garde. Hey, ich habe extra nach links weggeschaut, aber der Fisch ist groß. So, kriegt eine noch schnell ihre Angelrute wieder. Wunz. Ja, ne? Sag mal. Zumindest halbwegs gefestigt sind wir mittlerweile. Mhm. Ah. Ah. Schön. Danke. Durch die Maske durch. Perfekt. Ja, nimm dir zu essen. Das reicht dich da. 70, 60, ab 60 ging's. Na, hier, guck mal, ist ja auch schön. Nee, du kannst sofort essen. What? Okay. So, dazu einen kleinen Pilz. Mmm.
Ja, das ist eigentlich ganz perfekt so mittlerweile. Ich bräuchte irgendwann noch irgendein Gefäß, mit dem ich halt Wasser transportieren kann. Das wäre schon nicht so verkehrt. Also, ich müsste mich jetzt leider verabschieden. Mhm. Gefäß, möchtest du die Thermoskanne haben? Obwohl, du hast ja andere, dann könnt ihr noch den Topf da benutzen. Ja, die trägt das mit ihren Händen hinter mir her, das ist gar kein Problem. Das macht die gerne. Okay. Ja, war schön, dass du mal wieder mitgemacht hast, ne? Ja, kurz und schön. Ja. Wieder da? Gerne wieder. Moin, willkommen zurück. So, Anna, ich muss dich leider auch verabschieden. Oh, okay. Hier. Dann, ja, bis bald. Ja, hoffentlich, ne? Bis dann. Ja, mach's gut. Ciao. Danke auch Legacy Founder und Pinorek und Schleuse. Für eure Follows. Danke, danke. Ja, hier, ne? Guck mal in den Fleischkoffer rein. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Schau mal, es ist zwar kein Kompass, aber ich habe sowas Ähnliches für dich. Was denn? Eine Uhr. Ach, eine Uhr? Eine Taschenuhr kenne ich gar nicht. Ich auch nicht. Funktioniert auch genau wie der Kompass. Ach Gott, da ist ja ein Bild mit drin. Hm. Hübsch. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht hat es was mit Terminator zu tun. So, wie sieht's aus? Wollen wir weiter oder brauchst du noch irgendwas? Nö. Willst du die Longhorn haben? Nee. Oh, du hast Muni dafür, ne? Ja, nicht. Drei Schuss. Drei Schuss, ja. Und Scope. Hier, guck mal. Klingt schon nicht so schlecht. Ich hab's dir mal rausgenommen. Mit dir drei Schuss im Koffer reinnehmen. Soll ich das Essen verräumen? Ich dachte, wir lassen einen Fleischkoffer, aber... Jetzt. Kann man den? Oh, der ist ja so riesig. Ja, ich trage den weiter in der Hand, eiskalt. Wieso nicht? Willst du machen, ja? Okay. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich macht es keinen Sinn, aber ich finde die Idee eines Fleischkoffers witzig. Nee, sollten wir wahrscheinlich schon verräumen. Spätestens, wenn wir doch mal schießen müssen oder so, wird es halt eklig. Ich nehme immer so grob die Hälfte raus. So. Genau, gerade zu. Ich nehme die Knochen noch mit. Mhm. Und die Samen. Mein Rucksack hat tatsächlich noch ganz gut Platz. Ist jetzt gebacken? Nee, roh. Roh und beschädigt. Na, supi. Ich hoffe, wir finden noch irgendein Holz da, oder? Okay. Das hörst du jetzt aber auch, oder? Ja. Ist die Toxic Zone, ne? Oder kann es sein? Ist auf... Shannon ist auch, ja? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich schon. Spätestens halt irgendwie nachgemordet oder so. Kam doch aus der Richtung, ne? Wir kommen von links, genau. Wir müssen weg von der Sonne. Wir müssen rechts durchlaufen. Nee, ich meinte das Geräusch. Ach so, ja. So ein bisschen, ne? So halbwegs. Mal noch Akito. Ja, die neue Toxic Zone musste ich mich erst noch gewöhnen. Seitdem die dabei ist, habe ich nicht so viel Daisy gespielt. Das ist für mich immer so ein bisschen heavy, wenn ich da irgendwie sowas da höre. Mhm. Mal noch Cyfox. Oh, guck mal, da ist schon wieder einer. Er hat auch nichts dabei. Kann aber auch durchsprinten eigentlich, oder? Ich meine, hier müssen wir eigentlich so halbwegs alles haben, falls jetzt noch jemand kommt. Naja, Essen haben wir. Auch. Oh, guck mal. Hier wäre sogar noch mehr gewesen. Noch ein größerer... Tja, Teich. Mit Anlegestelle. Ja, keine Ahnung. So, ich würde sagen, wir laufen einfach mal straight landeinwärts und schauen einfach mal. Mhm. Im Norden gibt es ja so ein paar größere Städte, da könnten wir irgendwann echt mal wieder so ein bisschen überlegen, aber ich würde sagen, lass uns erstmal ein Stück weit laufen. Und auf Dauer müssen wir natürlich so oder so zum großen Airfield, weil das ist halt Chernobyl, ne? Früher oder später musst du immer zum großen Airfield. Ich hoffe halt, dass wir vorher wenigstens ein bisschen was finden in Sachen Waffen, sonst könnte es da halt echt kritisch werden. Ja, so Magazine wären auch schon mal cool. Ja, oder auch so, ne? Na gut, so viel Munition hätte ich jetzt auch nicht. Aber, ja,
So eine Schroti wäre schon mal ganz geil. Mhm. Ganzes Päckchen Slugs, noch ein Päckchen Buckshot, also... Sag mal, zumindest auf die Nähe könnte ich jemand durchaus wehtun. Aber mal gucken. Ich würde es ja mal interessieren, ob es mittlerweile auch Bären gibt jetzt auf Generos. Aber gab es doch früher schon, oder? Die gab es eigentlich ja nur auf Livonia ursprünglich. Als Livonia rausgekommen ist. Ich habe mal einen Server gespielt mit dieser Map, da gab es auf jeden Fall Bären. Das weiß ich noch. Oh, ne? Das wäre jetzt, glaube ich, schwierig, so ein Bär. Aber immerhin keine Zombie-Bären. Ja. So einer dieser komischen Stalker-Zombie-Bären, der dürfte jetzt wahrscheinlich uns dann generell eher Probleme machen. Oh, guck mal. Schöne Sicht. Und links sehe ich ein bisschen was. Ah, ja, ich glaube, ich erkenne es noch. Ist es links runter immer noch Beresino? Ja. Müsste das so halbwegs sein, glaube ich. Da oben ist wieder eine Art so ein Holzlager. Was ist das noch? Könnten wir durchschauen, ist meistens aber auch relativ stark gelootet, weil die Leute aus Beresino da meistens hochlaufen. Wir haben rechts vor uns noch eine Kleinigkeit, das können wir versuchen anzulaufen. Mhm. Bären sind auf Chandros mittlerweile auch vorhanden, wurden nachgepatcht. Weil sich das viele gewünscht hatten. Ja, das glaube ich. Das glaube ich gerne. Ich finde Bären auch cool. Ich finde eh in Sachen Wildlife haben sie hier und da immer noch ein bisschen was verschenkt. Das mit den Wölfen ist ja auch schon ganz cool. Aber ich finde zum Beispiel in den Städten oder sowas, wären zum Beispiel auch so streunende Hunde ganz witzig oder so ein Spaß. Aber ja. Gibt's ja aber auch, ne? Streunende Hunde? Mhm. Aber dann als Mod wahrscheinlich. Ja, klar. Okay. Die kannst du dann füttern. Okay. Also die haben sich an wie Wölfe, ne? Dann kriegst du erstmal immer ein komisches Gefühl. Und dann stehen dann auf einmal drei Hunde vor dir. Und wenn du sie fütterst, kommen sie dir dann hinterher. Mal zur Tanke. Also einer davon. Ja. Ja, naja, ich meine ja auch eher, dass sie halt so ein bisschen gefährlich wären oder so. Aber wenn du sie nicht fütterst, greifen die dich dann an in der Mod oder wie läuft das? Nee, aber wenn du einen erschießt oder ja tötest halt, dann sollten eigentlich die anderen angreifen. Also ich habe es schon erlebt, aber manchmal hat es irgendwie auch nicht geklappt. Mhm. Also dann sind sie dann nicht mehr nett, sondern gehen auf Angriff über. Ich bin mal gespannt, wann jetzt das nächste Arma rauskommt mit dieser neuen Engine. Ich meine, irgendwie so dieses erste Enforcer-Ding oder so gibt's ja da irgendwie schon. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis es dann die erste DayZ-Mod für quasi dann Arma 4 gibt. Mhm. Ich glaube nämlich, das wird nicht sehr lange dauern, was es da ist. So gar nicht. So überhaupt nicht. Und? Siehst du was? Naja, ja. Wir laufen halt sehr öffentlich. Müssen uns mal umgucken. Hier links ist noch ein Hochstand, den könnten wir uns noch angucken. Den Zombie hole ich mir mal im Nahkampf. Mit dem Power Move. Das ist abgeschlossen. Danke. Sicherheit. Macht denn sowas? Yeah, hat sich im letzten Augenblick umgedreht. Ach, ich blute schon wieder. Jetzt habe ich bald die erste Rolle Klopapier auch durch. Ich hatte hier noch eine Ortschaft irgendwie eigentlich relativ weit vor uns gesehen. Aber die Richtung passt auf jeden Fall so halbwegs. Es ist sehr nah an der Strecke, die ich ursprünglich immer mal hatte, wenn ich als DayZ noch neu war. Wenn ich dann immer in der Uni dann mich mit meinem Uni-Notebook eingeloggt habe und mit alles auf maximales Minimum gestellt und konnte es ja teilweise sogar die Auflösung noch extrem weit runterstellen.
dass ich dann da trotzdem gerade mal mit so mit 7, 8 FPS auf den Gleisen irgendwie halbwegs meinen Charakter Richtung großes Airfield gezogen habe, um mich da halbwegs wieder irgendwie auszurüsten, dass er dann abends wieder normal oder nachmittags dann normal spielen konnte, schon mit ein bisschen Loot. Das war auch witzig. Der sieht auch irgendwie das einzige Spiel, bei dem du halt auch langsamer unterwegs bist, wenn du irgendwie eine niedrigere FPS hast. Komm schon. Mosin. Oh. Nett. Auch nett. Eine Feldflasche. Ist nicht so verkehrt. Passt nicht wunderschön an meinen Gürtel. Ich glaube, ganz davon abgesehen, dass die ersten Eindrücke von Arma 4 sehr schlecht waren, was ich so gelesen habe, dass sich ein weiterer DayZ-Mod einfach heute nicht mehr lohnen würde. Dafür ist die Standalone mittlerweile zu fortgeschritten und aktiv mit Patches. So noch die große Modding-Community macht es schwierig, einen Mehrwert in eine weitere Arma-Mod zu sehen. Ja, aber anscheinend... Oh, Hallöchen! Was haben wir denn da Feines? Halt nicht dieselbe Money, ne? Ach ja, stimmt, da war ja immer noch was. Mhm. Ach, na gut. Tja, ne? Hacke los. Geil. Ja dann, wo hast du die gefunden? Hier unten im Haus. Hm? Alles klar. Ja, Mosin ist einfach... Das ist einfach Nostalgie pur. Das ist auch mein Lieblingsdorf in DayZ. Das ist einfach toll. Leider halt nicht mehr wie ursprünglich mit dem großen Visier drauf. Das gibt's ja nicht mehr. Sondern nur noch PU, aber so prinzipiell ist schon ganz geil. Aber irgendwie konnte man ja eine ganze Menge übertragen. Da ist ja auch dann irgendwie Engine nah. Ich meine, bei DayZ hast du ja als Mod jetzt hier teilweise in der Standalone ja auch irgendwie Sachen, die es ja eigentlich irgendwie aus Arma 2 ja noch gab und so. Also wenn du da relativ viel irgendwie übertragen kannst, könnte ich mir so durchaus schon vorstellen, dass man irgendwas Richtung DayZ auch relativ schnell dann bei Arma 4 sieht. Aber... Ja. Ich weiß halt nicht, wie ambitioniert die Leute sind, weil ich glaube halt eher, dass dann halt, wenn Stalker rauskommt, Stalker 2, da glaube ich... Da werden viele Abwanner. Da werden sich wahrscheinlich auch viele Modder dann wahrscheinlich eher da drauf stürzen. Aber von Arma 4 direkt habe ich noch gar nicht so richtig mitbekommen, wie gut das sein soll oder nicht. Dabei hatte ich echt überlegt, ob man es vielleicht sich da mal anschaut. Da kannst du dann auch diese Coop-Mission und so spielen, das könnte eigentlich ganz cool sein. Muss mal schauen, ob mir das halt reicht, weil... Eigentlich eine reine Militärsimulation, weiß ich nicht, ob die vollkommen, ob das mir ausreicht. Da finde ich schon das so mit Survival und Zombie und Krimskram so dazu, ehrlich gesagt, eigentlich schon die bessere Variante. Aber so, wenn sie das... Das ähnelt sich halt mittlerweile, ne? Ja. Ja, ja. Ich meine, ich habe mittlerweile auch so dermaßen viele DayZ-Klone, Survival-Spiele, was auch immer, dergleichen gespielt und ja, im Kern tatsächlich irgendwie schon. Mhm. Das wirklich Traurige ist, dass bei all dem, was so passiert ist, DayZ immer noch mit Abstand das beste Spiel davon ist. Ja. Dass es da keiner geschafft hat. Ich meine, wie alt ist es jetzt hier? Seit der Early-Access-Phase? 7, 8 Jahre? 9 Jahre? Das finde ich schon irgendwie ein bisschen traurig. Wollen wir ein bisschen Tempo machen? Können wir machen. Und Essen haben wir ja halbwegs. Ja. Hier, guck mal, 3 Wolfsrude hintereinander. Echt jetzt? nett. Also wenn sie uns offen erwischen, gute Nacht. Laufen wir noch richtig? Ja. Ja, ja. Wir laufen ja eh erstmal nur grob. Das spielt ja eigentlich gar nicht so die Rolle. Solange wir halbwegs die Richtung halten, passt das ja so ein Stück. Was die Primärsion von Arma 4 selbst nicht gespielt, will also nicht direkt in die Pferde komplett scheu machen, wo ich es selbst gespielt habe. Jedoch
habe ich auf sämtlichen Gaming-News-Seiten nur schlechte Rezensionen mitnehmen können. Also ich habe mich ein bisschen gewundert, dass hier gesagt, es gibt ja, eines konnte man hier spielen, das ist irgendwie Reforger oder irgendwas schon. Das sah überhaupt nicht schick aus und hat irgendwie ja massive Probleme. Oh, ist so offen. Oh. Tja, keine Ahnung. Das wäre so cool, wenn man hier hochkommen würde. Da drin eine Base, sag ich dir, ne? So ja. Bretter einziehen, nur mit Leitern und dann. Das wäre schon witzig. PvP-Action, ja, das ist. Das ist bei DayZ immer so eine Sache an, ja. Da kann Ewigkeiten nichts passieren und dann geht das ganz schnell. Das ist halt DayZ. Du hattest schon eine Weste, ne? Ist gut. Ja, Stichschutz aber nur, ne? Naja, aber ein bisschen Schutz geht dazu. Oder? So gar nicht. Ich weiß gar nicht. Guck mal, rechts ist ein kleines Militärlager. Langsam, aber sicher bräuchten wir schon mal irgendwie eine Waffe. Also, eine echt gut einzusetzende Waffe. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Aber so wie wir jetzt laufen, sollten wir zumindest am Ende unseres Runs dann irgendwann auf welche treffen. Weil spätestens am großen Airfield glaube ich nicht, dass wir da so einfach wegkommen. Aber keine Ahnung, ne? Also. Hängt auch immer davon ab, wer da gerade auf dem Server ist und sowas. Und das ist ja kein reiner PvP-Server, ne? Also das heißt, ist halt der Klassiker. Wenn du jemanden siehst, musst du halt ausloten, was der von dir will. Hat er mit? Nein. Ja. Doch. Das ist unglaublich. Sieht zumindest schon mal ein bisschen was liegen. Boah, zweimal bluten direkt. Ja, ich auch. Also einmal. Dreimal bluten. Oh Gott. Ich brauche, glaube ich, deine Hilfe. Ja, ich bin unterwegs. Ich kann hier irgendwie nicht draufhalten auf irgendwelche Sachen. Weiß auch nicht so ganz. Warte kurz. Jetzt geht's. Jetzt müssen wir aber beeilen, mit dem Klopapier dauert das ewig. Ich hab doch gerade erst wieder Farbe gesehen. Also man blutet sehr schnell, wenn die dich treffen. Und nochmal. Ich mach. Okay, danke. Na gut, das ist so viel dazu. Ich brauche unbedingt Klopapier, meinst du es gleich alle? Ich habe noch eine Rolle habe ich noch. Aber dann ist aus. Ey, du hast mich gehauen! Ja, es tut mir doch leid! Okay, jetzt muss ich mich gleich nochmal. Ja, ja. Scheiße. Mein Leben ist wenigstens bei Weiß, da geht's ja noch so. Ich brauche deine Kräutertinktur ganz dringend. Mein Klopapier ist alle. Warum den Drake? Blutest du nochmal? Nee. Jetzt mal runter hier. Kräutertinktur. Die habe ich nicht mehr. Nein, wie? Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Vielleicht im Koffer noch oder so? Nee, das hätte ich gesehen. Ja, dann haben wir jetzt ein Problem, ne? Weil die Krankheit ist tödlich. Vielleicht finden wir ja noch was. Da müssen wir vielleicht doch das nächste Dorf mal relativ schnell ansteuern. Irgendwo Medi. Hä? Wo hab ich die denn gelassen? Ach, ich weiß wo. Oh, ich kotze auch. Irgendwas habe ich auch. Cola habe ich für dich. Also, kotzen ist ja meistens Cola. Guck mal da. Ja. Also, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich glaube, Ralf hat das. Ich wollte ja die Stalkerjacke noch umräumen. Hast du reingepackt, ja. Da habe ich es wahrscheinlich, ich hatte glaube ich ein, zwei Sachen hatte ich schon reingepackt. Wahrscheinlich war die Kräutertinktur dabei. Ja. Alles nur, weil du mich retten gekommen bist. Mhm.
dachte, ich kann dir noch eine Cola und einen Taschenfisch anbieten. Vielleicht hilft dir das ja. Ja, stöhn halt jetzt die ganze Zeit. Das ist so belastend. Ich würde sagen, dann lass echt gucken, dass wir in die nächste normale Ortschaft kommen und dann schauen wir mal. Ja. Dann würde ich hier die Straße sogar nach Norden weitergehen. Im Norden gibt es ja einige große Städte. Hm. Oh, rechts. Rechts sind noch Zombies. Ja, ich sehe jetzt nicht so viel. Oh ja, der hat uns aber schon. Ich glaube, ich schieße. Ich habe keine Lust mehr. Na, oder wegrennen. Ja, muss doch. Komm einfach. Ja. Vergesse mal, dass wir hier so viel Ausdauer haben. Ja. Wie viel war es? Hast du noch irgendwie Racks oder wenigstens irgendwas? Nö. Also sauber. Ich hab Nähset, damit kann man sicher die Wunden auch verbinden, ne? Also, also zunähen halt. Ich habe auch Klebeband, je nachdem geht's ja glaube ich damit auch, ne? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob es eine Mod ist oder nicht, aber ich habe auf jeden Fall mich auch schon mit Klebeband verbunden. Ganz sicher. Okay. Ja, Vitamine kann ich dir noch anbieten. Hab ich auch. Aber die Cola hast du jetzt wieder eingepackt, ja? Hast du nicht liegen lassen? Ja, sonst die hab ich dabei. Gleich nochmal zurück. Nee, die hab ich dabei. Geht's dir denn besser oder bist du noch krank? Ich bin noch krank. Ja. Bin mal gespannt. Ja, dass es auch direkt nach dem Zombie-Fight kam. Weiß ich nicht, vielleicht haben sie hier das ein bisschen umgestellt und ein bisschen anders. Aber ich hätte jetzt eher gesagt, dass ich eigentlich mir den Zombie-Virus gezogen habe und nicht irgendwie irgendwas überessen. Ich habe auch nichts Schlimmes gegessen. Alles, was ich, also, ne, das war alles das, was sie selber zubereitet haben. Ich habe nur Wasser direkt aus dem Brunnen getrunken, das ist auch schon Ewigkeiten her. Also eigentlich... Gucken wir mal. Aber Erbrechen ist doch meistens mit Kohlen zu behandeln. Ja. Eigentlich ja, aber ich wüsste halt nicht, was ich mir jetzt, wie ich das bekommen habe, ne? Also. Ja. Wir müssen den nächsten Spieler, den wir sehen, müssen wir leider eliminieren. Da hat bestimmt Kräutertinktur dabei. Ja, können wir machen, bin ich dabei. Ich pack die Longhorn aus, wenn er steht. Wir machen den Klassiker. Du verwickelst ihn in ein Gespräch und ich schieße ihm in den Kopf von hinten. Mhm. Ja, mach mal. Ist ja auch glatt fast unauffällig. Was hast du da Rotes? Das ist die Jacke, ne? Ich weiß nicht, ich sehe nicht mehr so viel. Ich kann es dir nicht sagen, aber ja. Ach nee, das ist dein Armband. Gehst du mir die ganze Zeit, ne? Dass es hier ja auch Third Person geht. Spielst du das lieber, Daisy? Nee, ich spiele eigentlich nur First Person. Ja. Ich finde, Third Person reißt mich total aus dieser Survival-Atmosphäre raus. Es erinnert mich einfach permanent daran, dass es halt ein Spiel ist. Das geht halt gar nicht. Und auch Missing Turtle. Oh, ich sehe Gebäude, linke Seite. Sieht nicht so gut aus. Ich meine, eigentlich habe ich die Kohle ja direkt danach genommen. Da tut sich nichts. Ja, aber solange du dich nicht regelmäßig erbrichst, geht's ja. Mhm. Weil wir Wasser eigentlich dabei haben. Ich habe einen ganzen Topf voll. Ja, ich müsste bei nächster Gelegenheit irgendwann mal meine Feldflasche dann halt füllen, aber ja. Ja, ich würde sagen, wir können uns ja immer so ein bisschen unter der Hand darauf einigen, dass wir wirklich ein bisschen, wenn wir auf jemanden treffen, halt wirklich aggressiv spielen. Ja. Ja? Ich hab was für dich. Taste? Was denn? Preiszahn? Kannst du in deine Messerschelle machen. Okay. Cool. Oh, Speichel. Jetzt habe ich aber insgesamt 3 Messer. Also wenn du nochmal Messer haben willst, kann ich auch eins zurückgeben. Ich habe nicht mehr nochmal ein Jagdmesser gefunden. Aber viel ist hier nicht, ne? Nee. Ach, schade. Aber ich sehe schon, die Straße vorne biegt jetzt gleich links ab. Ich laufe mal weiter auf der... Ah, ja, genau.
Ich sehe, glaube ich, Gebäude. Ich sehe halt alles nur schwarz-weiß, aber ich glaube, ich sehe Gebäude weiter vor uns. Es müsste, also im Norden gibt es ja eh so ein paar größere Städte, die ja damals irgendwie alle nacheinander dazugekommen sind. Da müssten wir eigentlich irgendwie irgendwas finden. Hier sind wir im klassischen Bussuchgebiet auch unterwegs, beziehungsweise Glühkerzensuche. Schauen wir da, warte mal, einen Ortsnamen. Ich guck mal, ob hier irgendwo eine Mädi ist. Es sind auf jeden Fall einige Gebäude. Ich würde echt durchschauen wollen. Weil Kräutertinktur oder so findet man ja manchmal auch so. Kipacho-Tab sind wir. Aber wenn ich in Stufe 2 komme, brauche ich auf jeden Fall Tetra. Lootest du jetzt auch oder gehst du durch? Ich mache die linke Seite vom Dorf. Ja, perfekt. Aber ja, hier liegen schon Sachen auf dem... Oh. Hier war vor kurzem jemand. Kann sein, dass er noch da ist. Kriegst du den Zombie oder sperrst du den ein? Ja, ne, ich kann nicht kämpfen. Ich habe ja nichts mehr zu mich zu verbinden. Aber einsperren kriegst du? Ich versuch's. Ich komm da hier vorne rein mal dann. Ich würde halt auch ungern mir jetzt nochmal was fangen, weil ich bin wirklich tiefrot bei Blut. Oh! Steht hier noch eine Oma. Ich muss mich mal tackern. Ich blute schon wieder einmal. Ich muss mich einsperren. Also, die erste Kohle ist durch und ich bin immer noch. Immer noch krank. Und ich blink jetzt bei Blut mittlerweile. Ein Cut oder zwei? Ja, gar nichts. Ich bin durch. Achso. Aber ich war halt vorher schon rot. Ich mach mal das nächste auf meinen Quickslot. Oh! Ich so diese Kappe, die ich habe, eigentlich ganz cool finde, aber der Hut ist schon nice. Ich muss eigentlich auf den Hut umsatteln. Also wenn du willst, kannst du dieses... Obwohl, vielleicht können wir es zerschneiden. Oder willst du die Tarnhaube haben? Nö, ich bleib bei meinem Hut. Ne, kann man nicht zerschneiden. Ich sehe hier eine Polizeistation. Aber das dauert jetzt hier auch alles erstmal. Moin, Cyfox. Äpfel? Was ist mit den Äpfeln? Was machen die Cyfox? Essen? Oder wie? Ja, so früher oder später esse ich alles Mögliche. Nimm mal hier hoch. Ach, die Bäume hast du, glaube ich, gesehen, ne? Essen haben wir eigentlich ganz gut dabei. Also, das geht so halbwegs klar. Ist jetzt nicht das größte Problem, das wir haben. Mein Blut geht nach unten. Warum? Weiß ich nicht, aber ich habe einen Pfeil nach unten. Du brauchst, dann hast du... Dein Blut geht nach unten? Ich weiß nicht. Hast du nochmal gespuckt? Nein. Ich bin bei Essen, Trinken, alles weiß, Leben weiß. Wir müssen gucken, ob hier eine Medic ist. Ich lauf mal los. Mein Sichtfeld verengt sich schon. Oh, ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Ja, das ist nicht gut. Ich glaube, das war's gleich für mich. Ja, ich guck mal, ob hier eine Medic ist. Mehr kann ich nicht machen. Ich weiß nicht, warum mein Blut jetzt weniger wird. Es muss sowas mit der Krankheit zu tun haben, anders geht's ja nicht. Aber Toxic, das ist ja eigentlich eher Toxic, ne? Wenn man Blut spuckt. Ja, bin umgefallen. Oh mein Gott. Also noch bin ich nicht tot, aber ich bin zumindest schon mal umgefallen. Ich bin auch schon Stufe 2 in meiner Krankheit. Ich guck mal, ob hier Krankenhaus ist. Aber sieht nicht so aus. Ich habe auch nichts dabei, was sie jetzt irgendwie machen könnte. Was mir noch einfällt. Bin wieder da, es geht aber immer noch weiter nach unten. Und wie gesagt, ich blinke halt jetzt schon bei Blut. Also. Ich habe Codein dabei. Das dürfte aber alles auch nichts bringen. Nee. Vielleicht esse ich zum Abschluss schnell noch den rohen Karpfen oder so.
Ich brauche ja auch nicht drin bleiben. Ich komme auch mal durchgerannt. Wir spielen Payday 2 zum ersten Mal. Gucken uns das mal so ein bisschen an. Hat halt mega gute Bewertungen und sowas, also insofern. Tja, ich weiß gar nicht, was mir jetzt überhaupt noch hilft. Ich weiß ja gar nicht, was ich habe. Wahrscheinlich Tetra. Na, Saline, du musst deinen Bluthaushalt wieder in den Griff kriegen, bis die Krankheit vorbei ist. Wenn es die Krankheit ist, die ich vermute halt, ne? Oh mein Gott, hier ist ein Para. Ich habe ein Krankenhaus gefunden. Ich bin auf dem Weg. Nice. Oh, shit, meine Ausdauer wird nicht reichen, oder? Und noch Skydive. Oh, bitte. Oh Gott, lass mich rein. Hör zu? Nein, hier ist noch offen. Shit. Jetzt. So, na dann schauen wir mal, Max. Blutentnahme-Set. Sauber. Handschuhe. Ein Blutgruppenschnelltest kannst du schon mal machen. Ich habe Tetra. Das hilft leider erstmal noch mehr. Bist du die Straße einmal weiter runter? Ja, behalte ich mal, wenn du die Kirche siehst, dann bleib also dann bei der da irgendwo. Ich sehe die Polizeistation, aber keine Kirche. Scheiße, hier sind zu viele Zombies. Dürfen mich halt jetzt auch gar nicht sehen, ich kipp ab und zu immer mal wieder um. Ja, hier liegt leider nichts für dich. Ich könnte noch versuchen, die Zombies draußen abzuschießen, also die... Ich sehe die Kirche. Medics. Da, wo die Schüsse herkamen. Ich laufe mal so, dass wenn ich irgendwie jetzt sterbe, dass du mein Stuff noch findest. Ja, ich sehe die Ortschaft weiter runter. Ich sehe dich, glaube ich. Bin wieder umgefallen. Oh nein, ich habe vergessen nachzumachen. Ich glaube, ich lebe sogar immer noch. Ja, ich mach mal die Ärzte hier noch platt. Vielleicht haben die was. Oh! Tsch. Entschuldige. Schwierig, schwierig. Bin wieder da. Tja, ich weiß nicht, vielleicht hilft mir ja Tetra. Ja, ich gebe dir auf jeden Fall Tetra. Ja, aber da musst du dich beeilen, weil, wie gesagt, ich blink halt bei Blut, ne? Komm hier nicht. Ich habe halt ein Pult von Zombies. Wo bist du jetzt? Die Hauptstraße wieder hoch Richtung, also auf einer normalen Straße hoch Richtung Kirche. Dann stehe ich mitten auf der Straße. Vor mir stehen zwei, ich sehe dich, die Richtung halten. Vor mir stehen aber zwei Zombies, siehst du das? Nee, ja, sehe ich. Von dir aus gesehen, links rum müsstest du es umlaufen können, da sehe ich aktuell jetzt nicht sowas. Ich gehe in das Haus hier rechts rein, ne? Von dir aus links, hinter den beiden Zombies, das ist ein einstehendes Haus. Ja, weil ich halt wieder umkippe. Und bin wieder umgekippt. Oh. Scheint aber relativ wenig Blut abzunehmen dabei. Also, so lange mit Pfeil nach unten bei blinkendem Blut hatte ich jedenfalls noch nie. Weißt du, was ich zum Frühstück hatte? Nee, erzähl. Ein Cheeseburger. Ein Cheeseburger? Also, einen selbstgemachten Burger. Aber Käse war auch drauf. Ja, Linus war gestern da und wir haben Burger gemacht und da ist ein bisschen was übrig geblieben. Da dachte ich mir, ach, was soll's? Ja, so kann man mal machen, finde ich jetzt nicht verwerflich. Ja, dachte ich mir auch. Vor allen Dingen halt Hack ist noch übrig geblieben. Ich hatte erst überlegt, moin. Wenn wir wüssten, was wir... Ich habe leider nur einen... Guck mal, mach mal den Bluttest noch. Wenn wir die gleiche hätten, ich habe leider nur einen gefunden, könnte ich dir ja mein Blut geben. Aber wollen wir riskieren? Aber wahrscheinlich im Zweifelsfall, irgendwie. Also wenn die Tetra nicht hilft, würde ich es machen, weil was habe ich zu verlieren? Ja, die wird auf keinen Fall helfen. Ich bin null positiv. Null positiv. Ich habe Immunity Level ist Medium. Ich habe Zombie Virus Critical. Das ist der Zombie Virus. Dann müsste doch aber eigentlich... Nee, ich muss mich erst desinfizieren, ne? Oh. Entschuldigung, ich find's sehr amüsant.
So, warte mal, ich belebe dich mal. Bist du lebst du noch? Ja. Ich glaube ja. Okay. Irgendeine im Norden, mittig nördlich müssten irgendwo sein, Skydive. Tja, ne? Aber die. Warte mal. Zombie-Virus. Zombie. Es gibt ja unterschiedliche, ne? Es gibt ja die Wundinfektion. Zombie-Virus, ist das nicht die Gehirnkrankheit? Nee, die Gehirnkrankheit war, wenn du Menschenfleisch also, gegessen hast. Wenn das ich hast mich du eher nicht. Wenn ich mich nicht täusche, müsste ich jetzt auch irgendwas desinfizieren erstmal, sonst geht gar nichts. Also ich glaube, ich bräuchte eigentlich nee, auch musst, Jod oder irgendwie sowas. Nee, Tetra hilft auch. Hast du Tetra genommen? Ja. Okay, na dann warten wir mal ab und im Zweifel, ich packe mal das Blut ein. Ja, guck mal. So, kriegst du noch ein bisschen Vitamine. Hast du ein IV-Kit? Die ist cool. Ist schon dran. Oh. Ja, nice. Antivirus. Beim Zombie-Virus hilft nur noch der Zombie-Virus. Okay. Der Antivirus. Okay. Okay. Was auch immer. Kenne ich noch nicht. Kenne ich auch nicht. Aber Medic war leer. Also da war jetzt nichts weiter drin, außer noch... ja, die Handschuhe habe ich tatsächlich vergessen. Und... ABC-Kleidung. Mhm. Und ein Kühlschrank war da drin. Sauber. Und eine Arzttasche. Sauber. So, warte mal, die Rex würde ich nehmen. Was machen wir denn? Tja, müssen eigentlich abwarten. No. Aber das sieht nicht gut aus. Es gibt Medic-Fraktionen auf dem Server, so wie es ausschaut. Aber ich schaffen das schon alleine und wenn nicht, dann halt auch nicht. Geht dein Blut noch nach unten? Ja. Soll ich dir Blut... Nee, warte mal, ich leg dir mal Blut raus, du entscheidest selber, dann bin ich nicht schuld. Guck mal da. Ach, gibt's vielleicht hier die ganze... Ach du Scheiße. Was hattest du? Null? Positiv? Ja. Guck mal schnell auf meine... Sieht... bis jetzt noch okay aus. Oh Gott. Ich habe auf jeden Fall auch Fieber. Null positiv. Kann... Oh. Du kannst nur von null positiv oder null negativ bekommen. Na, hoffentlich bin ich eins von beiden. Noch stehe ich. Oh, jetzt ist dir warm. Poste Tetra. Du sagst Bescheid, wenn dein Symbol weg ist, ne? Das Symbol ist noch da, aber es scheint mit dem Blut geklappt zu haben. Also, sonst wäre ich, glaube ich, schon längst gesund. Weg. Oh, gesund. Bitte Codein. Codein habe ich dabei. Ja. Okay, wir brauchen einen Messbecher, eine Spritze, eine Zentrifuge und Zombie-Innereien. Ja. Zombie-Innereien? Was sind denn Zombie-Innereien? Wahrscheinlich müssen wir einen Zombie zerlegen, ne? Mikroskop okay, fehlt noch und Petrischale. Alles klar. Alles klar. Spritze hattest du aber. Ich glaube, das war ein Spaß. Ich glaube, das ist nicht ernst gemeint gewesen. Ach so. Ja, ich weiß es doch nicht. Ich weiß es auch nicht, aber... Es gibt eine Mod. Das klingt eher so. Max, es gibt eine Mod mit, also mit tatsächlich sehr, 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 sehr vielen Krankheiten. Und dann, wenn du alle Medikamente hast... reicht ein 200-Slot-Rucksack nicht, um die mit dir zu führen. Okay. Tja, ich würde sagen, wir können ja mal gucken. Den nächsten Zombie können wir ja mal ein bisschen zerschnipseln. Tja, ich würde erstmal gucken, dass wir in der Stadt vielleicht noch ein bisschen was bekommen. Hat er nicht? Okay, es ist kein Spaß, das stimmt. Also wir brauchen wirklich einen Messbecher, Spritze, Zentrifuge, Zombie da rein. Und vielleicht auch zusätzlich noch Mikroskop und Petrischale. Scheiße, und wie häufig findet man das? Ich habe noch nichts davon gefunden. Doch, eine Spritze? Stimmt, Spritze, ganz am Anfang. Hätte ich das gewusst, hätte ich die mitgenommen. Ich dachte, die Spritze bringt gar nichts. Ja. Okay. Gut. Ich gehe weiter in die Stadt rein, bin jetzt am Supermarkt dran.
Warte mal, ich probiere das mal aus jetzt hier mit dem Zombie in da rein. Ja, mach mal. Ja. Löschen. Häuten und vierteln. Wie ist das ekelig. Ja, ich habe Zombie in der Reihe. Cool. Das Zombiefleisch ist verdorben. Ach, boah. Mist, jetzt habe ich blutige Hände. Bin rechts die Straße runter? Ja, ich sehe dich. Hallo. Moin. Ja. Ja, wir spielen auf German Daisy, ganz genau. Ja, gut. Dann, aber ich kann, aber dann musst du mein Blut regenerieren. Wie meinst du? Naja. Ich sehe eher die Chance, dass wir nochmal einen Blutbeutel finden und du mir noch mehr Blut gibst und ich deswegen nicht krepiere, als dass wir in nächster Zeit den Rest bekommen, um den zu heilen. Na, ich laufe nochmal die Medic an, das können wir ja machen. Warte mal, und ich hatte da ja eigentlich auch Ärzte. Warte mal, wo war denn die jetzt? Ich laufe so ein bisschen querfeld ein erstmal. Ja. Ja, genau, wie bei Mad Max. Eieiei. Meine Sicht und alles. Ja. Ich weiß nicht, wo die Medic war. Du hattest aber das Tetra dabei, oder? Bevor wir jetzt weiterlaufen? Ja, wir haben noch drei Stück und ich bin auch noch nicht gesund. Weil ich habe Cola und Codein. Hm. Ja. Und noch dreimal Vitamine, aber dann war's das. Oh, nett. Habe ich was anderes Cooles gefunden, eine Spitzhacke. Ui, okay. Aber es scheint wirklich relativ wenig runterzugehen. Also, vielleicht habe ich jetzt auch erstmal wieder eine gewisse Zeit. So ganz vielleicht. Und eine Pickaxe. Ich weiß es auch nicht. Ich sehe allerdings auch nicht sehr gut. Insofern schwierig. Wenn ich wirklich hast du jemanden in der Community, der den Antivirus hat oder herstellen kann. Es ist aber echt hart, ne? Ah, ich sehe den das kleine Medicenter. War das ein blaues? Ja, ja, war nur so ein kleines, aber ist ja egal. Dann sehe ich's. Ja, okay. Ach ja, ich auch jetzt. Ich weiß allerdings nicht, wie schnell er jetzt irgendwas nachspawnen könnte. Ich auch nicht, aber wir könnten die Ärzte noch versuchen umzubringen, von drinnen heraus. Mhm. Und die dann looten. Mhm. Von drin. Neben den Medics gibt es im Notfall noch die Zop-Shops, die den nötigen Stuff handeln. Vorausgesetzt, sie sind noch aktiv, schätze aber schon. Okay. Ich hab noch eine Mosin gefunden. Jetzt schon meine dritte Tetra, ne? Die Frage ist halt, was du hast, ne? Das ist ja auch noch nicht ganz klar. Ich hab Wundinfektion. Ach, du hast Wundinfektion, okay. Ja, ja, das erkennt man an dem Stöhnen. Ne, ist nichts nachgespawnt. Gut, dann versuche ich mich mal hier um die Zombies zu kümmern. Okay, okay. Sporter. Wo muss ich denn stehen bleiben? Würde ich aber im Norden versuchen, echt weiterzugehen, wegen der großen Städte, in Hoffnung, dass wir da das halt irgendwie dann noch bekommen. Ja, aber die Ärzte können wir ruhig mal looten. Ich mache die zwei hier noch und dann versuche ich rauszukommen und die zumindest mal reinzugucken. Ja, es ist ganz schon wieder Zombies hinter mir. Ja, ich gehe in so ein kleines Haus hier nebenan. Ja. Ja gut, aber wenn ich es richtig verstanden habe, können wir ja nur Teilstücke von denen jetzt bekommen, aber... Direktheilung ist damit ja auch eigentlich nicht möglich.
Nee, aber wenn eine Saline drin wäre, dann wäre das ja erstmal, könnten wir es ja ein bisschen herauszögern, weißt du? Ja, oder halt wieder einen Blutbeutel und dann kannst du mir wieder ein bisschen was spenden. Ja. Aber du schießt jetzt, ja, weil dann schieße ich ein bisschen mit. Hm, die stehen so ein bisschen suboptimal, aber. Das hatten wir ja schon mal. Eieiei, das sind jetzt aber ein paar mehr. Ich kann mal durchschießen. Ich will eigentlich keine Kugel verschwenden. Irgendein Wasserausschütz-Sound war da gerade dabei. Ja, ich glaube, die. Da hat noch was geschossen, weiter weg. Die erbrechen. Da schießt was, weiter weg. Das sind nicht hier? Nee, nee. Bergauf, ja. Ungefähr da, wo wir hergekommen sind, hat auf jeden Fall was geschossen. Du bist bei mir jetzt an der Medic. Ja, ja, genau. Ein Haus weiter bin ich. Ja, okay. Ich glaube, die brauchen nicht mal einen Kopfschuss, wenn ich das richtig sehe. Einen hatte ich schon am Körper getroffen. Und ist er gestorben? Nee. Okay, dann schieß weiter den Kopf. Erwischt. Ja. Meine gehen so halbwegs. Geil, dass sie so Blut kotzen. Mhm. Hey, so ein paar habe ich. Ja, Körpertreffer halten sie aus. Na, noch ein, zwei Kügelchen und dann war's das. Sieht aber schon gar nicht so schlecht aus. Ja, der Paar wird halt ätzend, glaube ich. Jetzt, der hält hier auch so viel aus? Oh nee, der ist ja instant umgekippt. Okay. Ich glaube, ich habe aber nur keine Muni mehr, richtig? Ja, okay, ich bin durch mit der Muni. Okay, ich glaube, du kannst aber looten kommen, oder ich? Einen haben wir hier vorne noch. Aber den müsste ich auch kriegen. Ich glaube, ich kann hier auch durchschießen. Bin mir nicht ganz sicher, aber müsste eigentlich gehen. Da kommt noch einer. Zufler. Ja, man kann durchschießen. Weil gibt es freie Händler und das Handelszentrum in Poliana. Okay. Oh oh. Da ist doch noch einer. Ja, wir sind auch noch runtergekommen. Daneben. Shit. Letzte Kugel. Oh, ich übergebe mich. Ich brauche auf jeden Fall auch Kohle. Keine Ahnung, was ist das? Was sind die? Ich habe dieselbe Krankheit wie du. Mein Blut geht auch nach unten. Was ist das für ein Blödsinn? Ich habe einmal, ich habe zweimal was zu essen gefunden. Das war's. Ah, da kommt der nächste. Ja, ich glaube, so fast. Wir müssen das ein bisschen anders angehen. Da hast du ja eigentlich hier fast gar keinen Fighter mit den Zombies geben am Anfang. Also, ich glaube, dass das Sinnvollste ist wirklich, das einfach zu vermeiden, es zu bekommen. Ah, den Sticker findet man in den Chipstüten und sowas zum Teil. Okay. Chips. Hm? Ja. Ja, nee, war nichts dabei, wir können weiter. Na, alles klärchen, dann mal auf gen Norden. Ich kann jetzt mittlerweile auch nicht mehr schießen, also, falls jetzt jemand kommt, ist auch aus die Maus. Oh. Ja, gut. Aber die Longhorn hast du dir aufgehoben. Ja, aber damit habe ich gerade geschossen. Das waren halt die drei Schuss. Naja, ich könnte dir entweder die Sporter oder die PP91 anbieten. Ich würde sagen, wir laufen mal eine Runde. Ja. PP91, ey, das ist ja auch wieder Neuner, ne? Also,
Ich hab ja die MP5. Im Zweifelsfall gib mir dann die 9er wieder, dann kann ich damit halt schießen. Aber ich glaube, im Prinzip spielt es nicht so die große Rolle. Wir brauchen einfach den Stuff oder halt auch nicht. 380 hast du nichts, ne? Nee. Aber das Problem ist, hier sind, habe ich auch nur noch 5 Schuss. Ja, kann ich wenigstens ein bisschen schießen. Ja, okay. Wo lang? Jetzt links raus und dann die nächste wieder links. Bisschen komisch. Ach, jetzt lädt das. Die helfen auch gar nicht. Das ist merkwürdig. Die nächste Ortschaft sieht man auch schon. Hm. Ist aber eher Industrie. Nee, das ist was anderes. Ich sehe dann. Das ist ein Flugplatz, aber den kenne ich gar nicht. What? Na gut, wir haben ja eh nichts mehr zu verlieren, also hinter, würde ich sagen. Links auf der Straße. Ach, da. Rechts hinter dir. Das scheint halt so, zumindest relativ langsam zu gehen, alles. Ach, das ist das kleine Airfield. Ja, ich erkenne es wieder. Aber das sieht auch ganz anders aus. Aber ich sehe Mini-Zelte. Oh, das ist sehr gut. Hoffentlich. Hier war auch schon jemand. Hier liegen auch Knochen. Ja, hat ja auch jemand so ein Stück weit in die Richtung hat jemand geschossen. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Stuff für zusammensuchen oder den Medics um Hilfe bitten. Ja, wir suchen uns den Stuff. Wir brauchen keine Hilfe. Vielleicht. Ja, komm, ich meine, wir haben es jetzt so weit geschafft, aber. Sollte er schon irgendwie gehen. Ja, hier ist ja echt einiges dazu gekommen. Das letzte Mal, als ich am kleinen Airfield war, gab es ja eigentlich gar nichts. Da hast du maximal so ein bisschen Industrieloot gefunden und dann war aus. Also hier Hangar, Air Control Tower, Gefängnis, Medizelte, geil. Ja, wird bestimmt gut gelootet sein, oder? Ja, du brauchst von hier aus einfach, wenn du sprintest, vielleicht 7-8 Minuten bist du in Berezino, also ja. im Spawn-Gebiet. Insofern würde es mich sehr wundern, wenn das hier nicht gelootet ist. Ja, aber was bleibt uns halt anders übrig, ne? Wenn ich jemanden sehe, versuche ich ihn abzuschießen. Okay, aber du weißt, wie ich aussehe, ne? Da rennt einer! Oh, hier sind Zelte, Max. Hm. Also Loot-Zelt. Oh, Max, komm her. Loot-Zelt. Ah ne, sind keine IV-Sets. Aber hier ist ein Mikroskop. Warte mal, ich nehme ja mal ein Blut-Zelt. Petrischale. Und Blutgruppenschnelltest, meine ich. Und ein Blutentnahmeset hast du ja auch und sowas alles. Eieiei. Naja, Blut sollten wir uns vielleicht gerade nicht entnehmen. Spritze. Gibt's hier auch nochmal. Spritze war auch drin. Ja, eins weiter rechts. Das ist noch ein zweites. Das ist noch eine Spritze. Ah. Okay. Ich hab Salmonellen. Da brauche ich doch die Kohle. Gib mir mal die Kohle bitte, ne? Mhm. Wundinfektion und Zombie-Virus. Ich habe alle. Einmal Kohle, alles bitte. Die Kohle bitte. Oh, das ist falsch. Okay, sorry. Hier. Okay. Wohl so wie das klingt, was du alles hast, kannst du dir die Kohle einfach mitgeben. So, okay. Das kommt vom CRK. Ihr wollt ohne Hilfe. Naja, selbst looten will ich. Ich will nicht, dass jemand herkommt, der uns quasi extra hilft. Das möchte ich nicht. Was fehlt denn dann jetzt noch? Hier ist auch in den Zelten Thermometer, Petrischale. IV-Sets sind halt sehr wichtig. Mhm. Oh, ein Verband. Glücklich. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade jemand anderen laufen höre. Nee, das bist du. Definitiv.
Ja, die Saline, ne? Wenn wir ein, zwei EV-Kits, können wir uns wenigstens ein paar Mal Saline schon mal drücken. Oh, hier ist ein taktischer Rucksack. Das wäre ja schon mal ganz angenehm. Na. Aber sieht gelootet aus. Mal gucken, habt ihr euch die Innereien mitgenommen? Hast du die dabei? Ja, okay. Hast du, ach du Scheiße, jetzt fängt mir hier übelst an. Hast du Klebeband, sag mal? Ja, habe ich. Könnte man so ein Schalli basteln. Nice. Tetra. Meine letzte Tetra nehme ich jetzt. Ja, mach mal. Ja, hier ist ein dicker Rucksack. 63 Plätze. Naja, so dick ist er auch nicht. Aber etwas größer. Der da auf dem Weg lag, ne? Den hatte ich nicht. Passt nicht rein. Das können wir anders machen. Ach Mann. Naja, aber erstmal, so eine gewisse Hoffnung ist ja da. Was brauchen wir denn jetzt noch? Das bist du doch... erstmal und eine Spritze, ne, war das? Spritze habe ich. Spritze hattest du? Was hat er geschrieben? Die irgendeine Schale? Die Innereien? Petrischale, Spritze, Mikroskop gab es auch noch. Und die Innereien, dann haben wir doch alles. Das war, glaube ich. Aber wir haben nur eine Spritze. Dann kannst du da dich wahrscheinlich aber, da lagen rein. Noch mehr Spritzen drin im zweiten Zelt. Zentrifuge brauchen wir noch. Ach, Zentrifuge, ja. Okay. Vielleicht. Ja. Ja, wenigstens, wie gesagt, ein, zwei IV-Kits wäre schon mal ganz gut, dass wir uns halt die Saline geben können. Dann nehme ich aber nochmal eine zweite Spritze raus aus den Zelten. Gucken wir mal noch, was auf dem Schild da steht. Bedient euch gerne an der Medizinstation, lasst gerne Spritzen und Petrischalen hier drinnen. Also eine Spritze mopse ich mir auf jeden Fall noch raus. Ah, ich habe meinen Rucksack vergessen. Naja, ich gehe gleich wieder hin. Ja, jetzt habe ich zwei. Hattest du das Mikroskop rausgenommen? Nee. Ja, ist halt die Frage, ob wir es jetzt mitnehmen oder ob wir das da drin lassen, dass irgendjemand anderes es halt auch noch mitnutzen kann. Weg damit. Tja. Schauen wir mal. Auch eine Spritze gefunden. Das ist ja IV-Sets, jetzt, ne? Macht es doch erstmal vor Ort, dann könnt ihr es liegen lassen. Aber dumm, uns fehlt ja noch was. Ich habe noch keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich glaube, das Mikroskop mit den Zombie-Innereien, das, also vielleicht. Ja, nee, ich schätze mal Petrischale mit Zombie-Innereien, dann wahrscheinlich Mikroskop mit Petrischale. Ja, dann, aber vielleicht können wir schon mal vorbereiten. Komm mal her, ich habe ja nur ein Zombie-Eingeweide. So, warte mal. Vielleicht können wir dann schon mal was vorbereiten? Nein, das geht schon mal nicht. Dann wahrscheinlich Spritze, auch nicht gut. Bei Spritze müsste das fertige Produkt reinkommen. Hast du Handschuhe schon? Guck, ich Handschuhe raus. Okay. Steht aus Mikroskop, Petrischale, Spritze, Zombie-Gedärm und Blutbeutel. Ja, dann haben wir doch alles. Ja, dann müssten wir alles haben. Okay, ich gehe mal zurück. Hast du alles mitgenommen? Ja. Dann müssten wir eigentlich alles haben. Okay, Skydive. Dann bitte einmal die Reihenfolge. So. Blutbeutel.
Vermutlich brauchen wir noch eine zweite Eingeweide. Ja gut, aber Zombie-Gedärme sollten wir ja kriegen. Ja. Ich frage mich, ob wir nicht noch ein IV-Kit dann am Ende brauchen, wenn ich schon irgendwas mit Blutbeutel sehe. Ja. Die kennst du nicht. Na gut, dann wollen wir mal loslegen. Nehmen wir das Mikroskop. Das kann ich mit der Petrischale verwenden. Ja. Ah, die haben unten Slots, dann Zombie-Eingeweide und dann wahrscheinlich Blutbeutel. Nee, Spritze auch nicht. Etwas fehlt noch. Stehend aus Petrischale, Spritze, Zombie-Gedärme und Blutbeutel. Tja, strange. Kannst du denn... Ui. Doch, Blutbeutel müsst ihr mit meinem Blut füllen. Ja. Mit welchem Blut? Mit unserem anscheinend. Anne, wie viel hast du noch? Naja, ich bin rot im Blut. Okay, ich auch. Das ist gut. Tja, dann testen wir es doch mal. Vielleicht teilen wir uns das so ein bisschen. Wir können ja unser Blut anscheinend ja teilen. Könnte eng werden. Ich blink jetzt bei Blut. Willst du herkommen und dann machst du die zweite Hälfte voll? Ja, ich versuche gerade zu finden. Kannst du mal schießen oder sind bei dir Zombies in der Nähe? Ich schieße dir lieber nicht. Ja, warte mal. Wo war denn das? Hier was? Oh Gott. Warte mal, vielleicht können wir ja tricksen und wir brauchen gar keinen vollen Blutbeutel. Sieht gut aus. So, jetzt habe ich alles drin, kann aber nichts machen. Max, ich finde mich nicht zurück. Ach, hier. Ich glaube, du musst den Blutbeutel noch voll machen. So kann ich jedenfalls erstmal nichts machen. Du warst null positiv oder negativ? Ich bin null positiv. Kann ich nicht. Wird mir nicht angezeigt, ist dein Blut. Nein! Tja, ich glaube, wenn ich die zweite Hälfte voll mache, bin ich tot. Ja, das ist schlecht. Warte mal. Ja. Nee. Und wenn wir das jetzt haben, ich kann hier irgendwie nichts mitmachen, ne? Also, vielleicht muss es wirklich voll sein. Ja. Dann heißt's Opfern für die Gruppe. Nee, ich kann es auch nicht mehr weiterfüllen. Ich hätte es nicht absetzen gut, dürfen. Warte. Ich opfer mich für die Gruppe, ja? Nee. Guck mal, vielleicht geht's mit der Spritze. Warte. Kann ich nicht mit der Spritze in den Blutbeutel dann das reingeben? Guck mal, bei mir ist noch okay, warte. So, ich bin jetzt voll. Also ich habe voll. Oh mein Gott. Ich lebe aber auch noch. Ja, bei mir fängt es auch gerade an zu blinken. Interagieren kann ich nicht, Akito. Da ging bis jetzt noch nichts. So, voller Blutbeutel ist drin. Und jetzt? Weiß ich nicht. Die Spritze nehmen? Ich weiß es nicht. Ja, warte. Ich denke mal, du wirst wahrscheinlich irgendwas wie craften und interagieren müssen. Aber da hat er bei mir jetzt erstmal nichts angezeigt. Oh, ist das anstrengend. Warte mal. Bin wieder da. Das nehme ich. Kann ich das irgendwie hinstellen oder muss ich das fallen lassen? Muss ich fallen lassen? Wo ist meine Spritze? Da. Wo ist das Ding? Hier. Ach, du hast es mir auch wieder. Ja, warte, ja, geh mal weg. Du? Ja. Aber ich hatte da. Ja, Analyse, Virus, warte. So, guck mal. Flasche mit Zombie-Erreger, Zombie-Heilmittel. Zweimal Heilmittel. Nice. Ja, gib ihm. Nimm dir die Spritze und dann nimm dir das andere, die andere Ampulle. Dann hätte es wahrscheinlich auch mit meinem Blut schon geklappt. Dann machen wir das am besten auch noch gleich normal, dass wir es nochmal haben. Und du kannst es mehr als einmal nutzen. Die Spritze ist voll. Ich bin nochmal umgekippt. Bitte jetzt nicht sterben auf die letzten Meter. Ich bin auch umgekippt, ja. Ich hab's mir gerade spritzen wollen. Das ist alles hier echt auf die letzten Meter. Dann müssen wir dich aber ja trotzdem noch halten. Ich hab ja nur das, ne? Nee, die andere, also die eine Krankheit ist weg. Ich stöhne nicht mehr. Hm.
Also brauchst du nicht noch irgendwas zum Desinfizieren, aber sonst kommt es wieder nach? Musst du nicht trotzdem deine Wunden desinfizieren? Nee, das sind mehrere Stationen sozusagen. Beim bei der ersten Station reicht Wundinfektion, damit du geheilt wirst. Bei der Station 2. Hast du den schon gegeben? Du. Was? In den brauche ich ja nicht mehr, weil ich habe mich ja jetzt mit T3 geheilt. Achso, du meinst das Ding. Das Zombie-Ding. Nee. Jetzt, ich habe es dir gespritzt, ich sehe es schon wieder. Du musst es dir jetzt nicht mehr geben. Ich habe es dir gegeben. Okay. Dann halt ich. Braucht ihr die Spritze dabei? Der verbraucht die dabei. Ii. Ah ja, jetzt verbrauchen wir hier gut deren Stuff. Wie lange man so liegt, ne? Ich kann versuchen, dich gleich wieder hochzuholen, aber da ich blinke bei Blut, würde ich mich trotzdem erstmal vorher noch heilen. Ich weiß halt, kann sein, dass ich im Augenblick tot bin. Aber erstmal heilt man doch sich selbst, ja. Da hättest du vielleicht mich doch... Warte, so, ich komme zu mir, ich kümmere mich um dich. Hast Ach, du deswegen. Du beschreibst doch, sobald du die Spritze gespritzt hast, dürftest du nochmal umkippen. Deswegen bist du wahrscheinlich so lange K.O. gewesen. So, warte, ich spritze dich jetzt. Ne, warte mal. Geht das? Pfeifen auf dem letzten Loch hier. So, du bist jetzt auch bespritzt. Ja, geil. Dann würde ich auf jeden Fall... Warte mal, ich reanimiere dich. Ich würde es auf jeden Fall gleich nochmal versuchen. Mit dem zweiten Blutbeutel, der noch nicht, der nur halb voll ist. Wenn es damit nämlich auch klappt, dann wissen wir, in Zukunft müssen wir nur ein bisschen was reinfüllen. Hm. Oh. Zack. Ich hab's schon gehört. Ja, ich bin geheilt. Nice. Ich reanimiere dich mal. Hm. Okay, müssen wir mal so eine Spritze mit dabei haben. Ja, ist ja. Ist in dem Heilmittel dann jetzt noch was drin in der Flasche? Oder ist die komplett leer? Nee, eins haben wir hier noch. Die ist jetzt halb voll noch. Und wir haben halt noch dieses andere Flasche mit Zombie-Erreger. Das ist aber auch mies, ne? Das ist schon heftig, ja. Ja, nehmen wir mal mit, oder? So, warte mal. Ich würde jetzt echt gucken, dass wir das sogar noch ein zweites Mal machen, weil ich habe ja noch einmal Blut von mir. Ja. Brauchen wir noch Erreger? Ja, aber mit blinkendem Blut gehe ich mit keinem Zombie kämpfen. Also die Innereien, meine ich nicht. Ja, stimmt. Die Innereien brauchen wir ja auch noch. Ja. Eine Spritze, eine dürfen wir noch haben. Und dann würde ich einfach, aber ich würde es trotzdem machen, alleine so als Dankeschön für das, was hier liegt. Dann würde ich nämlich, wenn wir es jetzt gleich nochmal herstellen können, würde ich zumindest eine Ampulle gleich drin lassen. Ja. Und halt das Mikroskop auch da lassen und so weiter. Ja. Aber ich glaube, das wäre schon ganz cool. So. Ah ne, genau, jetzt brauchen wir den Blut. Eine Petrischale. Ja, jetzt brauchen wir noch einmal... Die Sachen. Die Därme. Es wird schwer, wenn alles blinkt. Mm. Ich schau mal nochmal ein bisschen durch. Vielleicht haben wir ja Glück und ich finde irgendwie noch. Ich finde nochmal ein IV-Kit oder sowas. Dann kann, nee. Aber vielleicht finde ich ja wenigstens irgendwie nochmal ein IV-Kit. Könnte ich mir wenigstens schon mal eine Saline geben, dann dürfte sie ein bisschen besser aussehen bald. Aber gut zu wissen, ne? Also erstmal erfährt anlaufen, dann hoch in Zukunft. Also sollten wir mal und so. Oh ja. Aber du bist ja völlig am Arsch, ne? Wenn du hier so krepelig schon ankommst, wie wir uns jetzt völlig regelmäßig in Ohnmacht fällst, da braucht nur einer kommen, der hat ja leicht einen Kampf. Ja, auf jeden Fall. Und jede Spritze mitnehmen. Die beiden, die ich am Anfang liegen gelassen habe, da ärgere ich mich jetzt schon so ein bisschen. Naja. Aber es ist eigentlich ganz witzig, dass da sowas dabei ist, was relativ schwer ist. Bin mal gespannt, wie häufig du das Zeug halt bekommst, weil, also den Virus, weil wir haben ja ein paar Mal gegen Zombies gekämpft und da habe ich ihn ja nicht bekommen. Und das scheint ja eher eine geringere Wahrscheinlichkeit zu sein, dass du dich irgendwie ansteckst.
Na, ich bin schon wieder umgekippt. Ja, ja, ich kipp ja auch die ganze Zeit. Aber dein Blut geht jetzt auch wieder nach oben? Ja, mein Blut geht auch noch. Nice. Am besten alles an Loot mitnehmen, ja. Ah ja, wenn du halt nicht genug Platz hast. Aber was Medi-Stuff angeht, ja. Oh, sehr gut. Ich blink nicht mehr. Ich fall auf jeden Fall nicht mehr um. Sehr schön, ja. Dann würde ich, glaube ich, mich jetzt schon mal wirklich in die Stadt kurz zurücksneaken, wo wir waren, und guck mal, dass ich vielleicht einen im Nahkampf schnell erledige. Und nochmal eine reinzuholen. Na, ist jetzt das hier noch kurz aus, bis ich auch nicht mehr blinke. Aber wir haben echt Pech gehabt. Ich habe 500 Stunden auf dem Server gespielt, hat Skydive. Und den Virus noch nicht gehabt, okay. Aber dann gleich zweimal? Das sieht mir nicht nach Pech aus. Ja, du hast mich bestimmt angesteckt, Max. Ja, das ist halt die Frage, ne? Wenn es so eine Handsteckend ist, dann ergibt es ja wirklich wenigstens noch so halbwegs Sinn. Ja. Ich nutze mal ich die Gelegenheit und hole mir was zu trinken. Bin gleich ja, mach mal. Doch, mies, die ist das doch. Jetzt vorsichtig. Schauen wir mal, dass wir den Zombie mal finden. Messer ist draußen. Muss hier aber sein, ich habe ihn gehört. Ich habe meine Pickaxe irgendwo fallen gelassen. Also anstecken, ja, okay, okay. Uff. Wenn er so selten ist, ist es ja eigentlich ganz okay. Dann könnte man ja vielleicht wirklich mal... Da ist er. Da sind sie auch. Oh, gegen 4 Zombies kann ich jetzt nicht kämpfen, das geht nicht. Kugeln haben wir ja mittlerweile. Wenn ich die andere mit anziehe, dann war's das. Wundschutz? Ich hatte einfache OP-Masken, hatte ich hier irgendwo liegen sehen. Ja, müssen wir mal echt vielleicht schauen. Dass wir aus sowas irgendwie umsteigen. Wieder da. Ich blinke leider noch immer. Okay. Es sind sehr viele Zombies hier hinten raus, das heißt, es könnte eher schwierig werden. Ich versuch einmal hier einen zu erwischen. Ja. Okay, ich hab einen. Eine verdorbene Kartoffel hat er dabei, na vielen Dank. Ich komme gleich nochmal zu den Zelten, dass wir das nochmal ein zweites Mal machen. Also vielleicht. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob es klappt. Ich habe nur Zombiefleisch bekommen. Ah ne, hier ist der Rest, okay. Okay, ich komme zurück. Ja, dann war es auch bei dir relativ knapp mit dem blinkenden Blut. Ja, weil ich mir die den ganzen Blutbeutel abgezapft habe. Mhm. So, je dermais. So, wie hast du es gemacht? Dann ist es auf den Boden gelegt? Genau. Hattest du das Mikroskop dann, oder was hattest du? Ach, da, nee, Analyse. Mhm. Ja, klappt auch mit dem halbvollen Beutel. Genauso. Oh. Also kannst wahrscheinlich den Beutel nur antippen mit Blut, das reicht dann schon. Aber kommt dieselbe Menge raus, ja? Also ja, wieder ja, ja. 2 Flaschen und einmal Virus, okay. Ja.
Was macht man denn mit der mit dem anderen Zeug? Also mit der grünen Flasche? Mit dem Zombie-Erreger? Jemanden ärgern? Ja, ne? So, jetzt gucken wir mal. Zwei behalte ich dabei. Spritze behalte ich auch, dass wir das rausziehen können. Schmeißen wir das mal einfach so weg. Und dann würde ich den eiskalt einfach mal ein so ein Ding hier reinsetzen. Zombie-Heilmittel. Ich denke mal, das ist ein guter Deal. So. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Linke noch. Okay. Wir müssen uns auf jeden Fall Masken und so besorgen. So, zack. Meine Pickaxe. Eine lag irgendwo rum, das weiß ich nicht. Ja, ich hatte auch definitiv schon eine gesehen. Vielleicht kann man aus dem Erreger ein Äquivalent zu den Innereien fürs nächste Mal ein Heilmittel nutzen. Vielleicht. Ich meine, wisst ihr was? Ich packe sie einfach mit rein. Sollen sie nutzen oder nicht? Okay, dann habe ich jetzt eine geladene Spritze mit dem Zeug und nochmal ein komplettes Gläschen. Also dreimal heilen könnten wir noch, wenn wir noch immer Spritzen finden. Sollte also so halbwegs klar gehen. So, ich habe jetzt auch einen Mundschutz. Und ja, anscheinend habe ich dich angesteckt. Das scheint wohl zu klappen mit dem Zeug. Ja, eine Nisa war's. Vielleicht. Wo bist du denn jetzt? Ich bin immer noch in dem Hütchen. Ach, wartest du noch ab, sagst du? Ja. Ich gehe noch regelmäßig um. Tja, mit einem IV-Kit, obwohl, naja gut, bringt jetzt auch nichts, dir jetzt Blut zu geben. Obwohl, wenn ich mir so ein bisschen abzapfen würde, geht es vielleicht ja schon wieder. Ja, aber Saline würde ja auch schon mal helfen, ne? Oder geht das nicht mehr? Ich weiß nicht, letztes Mal habe ich einen Server gespielt, da habe ich mir Saline gegeben und das Blut ging nicht nach oben, sondern nur Wasser. Ja, so kenne ich es mittlerweile eigentlich auch nur noch. Okay. Dass es eigentlich nur noch deinen Wasserhaushalt hochsetzt. Ja. Aber teilweise auch nicht. Teilweise hatte ich es dann so, dass du zumindest schon zwei Striche auf Blut hattest. Aber ja. Na, dann beginne ich mal so ein bisschen das Looten. Scheint halbwegs moderat zu sein mit den Zombies. Hier und da ist mal so ein gewisser Pull von zwei, dreien, aber es scheint wohl zu gehen. Geschweige denn, ist wahrscheinlich immer noch relativ hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir sowieso abgeschossen werden, wenn wir hier offen rumlaufen, aber... Ja. Aber ja. Ja, also ist hart mit dem Zombie-Virus, aber irgendwie ist der Struggle auch ganz witzig gewesen, muss ich ja sagen. Ja. Na gut, dass wir die Unterstützung hatten vom Chat. Oh ja. Hallo. Halfter. Sehr schön. Warte mal. Ah. Die Longhorn trage ich jetzt am Gürtel. Oh. Ob wir versteckte Räume finden. Ist ja erstmal schon mal gut zu wissen, dass es welche gibt. Ja, vier direkt, oder was? Die Airfield. Schon. Na, versteckte Räume im Airfield, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das wäre auch so der einzige Negativpunkt, den ich jetzt hier sehe, da PvP auch an ist, dass es hier halt Third Person gibt. Mhm. Weil DayZ und Third Person... Eher nicht so. Ich habe partout keinen Bock, hier Third Person zu spielen. Also ich werde es auch nicht tun. Auch in einem Fight nicht, insofern. Eher schwer. Okay, in den Hangaren steht eine ganze Menge Gerümpel rum, aber ich weiß nicht, ob hier... Wohl das hier... Hier könnte ich mir gut vorstellen, dass es hier versteckte Räume gibt. Mhm. So wie sie die hier zugefüllt haben. Oh, das sieht ja schon mal nach verstecktem Raum aus so ein bisschen. Ich habe eine Baracke gefunden im Hangar, ganz hinten drin. Okay. Bla
Blood Brothers Armbinde. Sieht mir nach irgendeiner Fraktion aus, die, naja. Ja, im Airfield, aber nur leicht versteckt. Hilfe gibt's aber nicht. Ja, könnte ich mir fast vorstellen, dass ich schon eins davon gefunden habe. Was hast du für einen Rucksack? Immer noch den wasserdichten. Ah ja, okay. Ich habe ja einmal eine Ergänzungstasche noch gefunden. Jupp, okay, dann habe ich schon mal einen der Versteckten gefunden. Vielleicht habe ich mich jetzt aber auch festgebackt. Nein. Na, warte mal. Ah, okay. Ja, also war jetzt nicht sehr viel drin. Aber ich habe ja versteckte Räume gehört, insofern gucke ich mal in die anderen auch gleich rein. Es gibt hier auf jeden Fall noch 1, 2, 3, 4, mindestens noch 4 weitere Militärgebäude. Okay, ich glaube, hier gibt es nicht mehr ganz so viel Zeug. Okay. Was ist das hier wohl? Ich glaube, hier hat einer so einen Hangar als Toilette missbraucht, so wie das aussieht. Kann man auch nichts von mitnehmen. Blinkst du immer noch? Ja. What? Ja, es ist der Wandel. Schau. Pass mal auf, ich werde jetzt hier irgendwie auf dem Airfield abgeballert. Und ja, dann hast du irgendwann genug Blut und kannst wieder alleine weiterspielen. Eine Armbinde. Ich warte ja schon die ganze Zeit, dass da einer vor der Tür steht. Ich bin auch verwundert. Ich meine, es sind ja durchaus ein paar drauf. Hm. Also bis jetzt halt nicht so unbedingt, was passiert ist. Aha, aha. Eine Patrouillenjagge. 42 Plätze. Ich glaube, ich sattel um. Ja. Ein so bisschen Richtung Tarnung auf Dauer ist ja hier vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Okay. Boah, ich sie hat getarnt bin jetzt damit eigentlich auch nicht. Und mit deinem roten Rucksack, ja. Ja, stimmt. Den müsste ich schon mal gucken, dass ich irgendwann loswerde. Dass du den überhaupt getauscht hast, ich bin... Ich brauchte den extra Platz. Wieso? War der andere nicht größer? Nee. Okay. Der hier hat, glaube ich, 2 Plätze mehr und hat halt die Chance, dass du noch Pouches dranhängen kannst. Oh. So, ich blinke nicht mehr. Ein Traum. Sauber. Am Ende der Zelte sind ein paar Zombies, aber wenn du direkt übers Airfeld läufst, dürfte es halbwegs klar gehen, da sind so gut wie gar keine. Versuchen wir mal, die Zelte hier mitzunehmen. Mal gucken. Die zerschneiden, ja. Das ist eine Idee. Ja, so wüsste ich, wo die war. Oh, da. Brauchen wir trotzdem auf Dauer halt irgendwie ein bisschen was zum Desinfizieren. Ja, auf jeden Fall. Bei Tetra haben wir auch nicht mehr. Die Armbinden kann man zerschneiden, okay. Dann machen wir das. Was haben wir denn noch? Eine habe ich so und noch Klopapier. Wie geht's eigentlich? Mal gucken wir mal, ob das geht. Ah ja, perfekt. Naja, mal eine. Und? Ist schon was nachgespawnt oder eher nicht so? Nee, eher nicht so. Haben wir schon fast gedacht. Ja. Ich schätze mal, in dem Teil könnte noch versteckter Raum sein. Ich spring mal rüber.
gibt so eine Schale, aber ich komme nicht ran. Wie soll ich das verstehen, Akito und Skydive? Ist der Server jetzt doch nicht so richtig PvP? Oder ist es, wenn es hier halt insgesamt nicht so gern gesehen wird, macht es halt immer noch nicht so richtig viel Sinn? Ich meine, wir sind ja nicht komplett nur auf PvP aus, so sind auch nicht. Aber halt. Es wird nicht gern gesehen. PvP? Ach so? Vielleicht, ich weiß es nicht. Naja, hier ist eine Base drin. Ja, also, ne? Ich meine, so einerseits alles okay, auf der anderen Seite... Ich habe jetzt ja halt auch keinen Bock dann irgendwie auf dem Server, also mein guter Fat Base, ja, aber nicht für uns, so ist es. Ist gemischt, ja, so soll es ja auch sein. PvP ist erlaubt, alles gut, PvP in Third Person nur, naja, nur semi-gut. Ja gut, das würde ich jetzt eh nicht tun, weil wie gesagt, ich spiele Daisy einfach nicht Third Person, außer beim Schwimmen. Wenn ich schwimme, gehe ich in die Third Person an sich, das ist ganz geil. Ja, aber das passt ja. Genau das wollten wir ja haben. Quasi einfach einen normalen Spielstil. Mit allem, was halt möglich ist, mit allem, was halt geht. Ui, ui, ui. Mann. Zombie. Geht's? Ja, ich kann ja ran. Gott sei Dank. Ich bin mittlerweile sogar schon wieder bei Gelb. Ich bin auf der anderen Seite des Airfields beim Air Control Tower. Ja. Seh dich. Das ist das, was ich denke. Achso, okay. Ich dachte, hier liegt eine Panzerfaust in der Ecke. Bist du bei mir im Haus? Mhm. Okay. Ein Pistolenschalldämpfer. Oh, das ist gut. Kein Magazin für die MP5, aber ein Charlie. Das ist natürlich der Wahnsinn. Wo liegt denn den blauen Wanderrucksack? Hä? Nee, der kann ja nicht von dir sein. Nö. Aber obwohl blau ist jetzt auch nicht optimal. Nee, da kann ja auch mein bleiben, glaube ich. Das spielt erstmal nicht so die große Rolle. Ich dachte, du wärst hier schon dran gewesen. Nee. Da, wo du jetzt bist, muss es alles noch offen. Ich habe mit der rechten Seite erstmal angefangen gehabt. Ich meine, jetzt gibt es nochmal 4 satte Gebäude für Militärloot. Also mit ein bisschen Glück kriegen wir vielleicht doch nochmal so das eine oder andere. Naja. Bis jetzt ist es nicht so viel. Ich habe ein 1911er Magazin gefunden und ein Charlie. Das war's bis jetzt. Wo bist denn rein, in welches der Militär? Wie lange bin ich jetzt? Also direkt. Bitte ich rein. Dann gehe ich mal nach links. Bisschen 9mm, weißt du, so wenigstens ein Magazin oder so für die MP5. Das wäre schon mal ganz geil. Willst du eine Stichschusswetze? Ja, würde ich nehmen. Ah, nehm ich mit. So eine Presseweste wäre auch geil. Mhm. Oh Gott, ein gelbes Armband. Nee. Ist ja ein Colt-Magazin, aber das, ja. Hm. Ich hatte schon 2 Stück von. Merk. Ja, also so richtig. Ich
glaube, wir werden weiterziehen müssen. Aber ich bin mir ja gar nicht beschweren. Ich meine, im Prinzip waren wir ja heute schon mehrfach fast tot. Mhm. Das ist ja eigentlich schon mal gar nicht so schlecht gelaufen. Ah. Craft Armband? Nee, nee, nee. Stoffhetzen. Wie viele Racks hast du? 2, aber nicht das infiziert. Also da holst du dir auf jeden Fall ja Wundinfektionen dann. Mhm. Ja, ja, deswegen. Ich habe jetzt 7 und natürlich auch nicht desinfiziert. Mhm. Ark. Ah ja, da bist du. Hier warst du schon? Nee, 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 kannst rein. Oh. Eine Heckler und Koch liegt hier. Was sind für eine? USP? Stück, keine Ahnung. USP? Sieben. Wahrscheinlich Urm. Eine USP ist das nicht. Ja, warte mal, ich bin gesagt, ja. Ist das eine Pistole oder ja, ist das. Ja, 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 ja. Ich leg sie dir in deinen Eingang. Warst du hier noch drin? So, liegt im Eingang. Ja, ja, ich bin hier noch drin. Mal den Rucksack nämlich tauschen. Nochmal. Ah. Das Beste hier bei dem Haus ist eigentlich mal auf dem Dach. Da habe ich bis jetzt immer noch am meisten gefunden. Ah. Eine Patrouillenjacke? Demoliert? Willst du die haben? Mhm. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Hier auf dem Dach ist auch nichts. Ja, dann sollten wir gucken, dass wir wahrscheinlich mal demnächst irgendwie wegkommen. Das P ist vergleichbar mit der P99. Ah ja, okay. Ist das eine... Ist das eine... Hier, ne? ACP-Waffe oder nicht? Self-Loading, bla 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 bla. Ja, ja, okay. Ich nehme sie mal mit. 45 ACP hätte ich sogar. Naja, ich habe auch so ein halbes Magazin voll für eine 1911er. Ja, okay. Wer ist das hier? Habe ich hier im Inventar. Da, guck mal. Ich bräuchte auf Dauer mal wieder eine Hose. Ich glaube, meine ist mittlerweile komplett kaputt. Ja, ich dachte, ja. Hier, guck mal, mein Rucksack. Yay. Yeah. Ist das nicht der, wo unten auch das, die Extratasche rankommen kann? Nee. Ach, das ist ein ganz normaler Kampfrucksack. Aber halt, ich mag. Ja, okay. Die lädt ACP, 45er. Oh, willst du haben? Ja, warte mal. Ich leg dir mal die 2 Magazine raus. Muss ich mal selber rausholen. Dann können wir mal gucken, dass wir mal langsam wegkommen. Jupp. Da war ich ja dran. Unten bist du durch? Nö, nö. Ich hab hier eigentlich gar nicht gelootet. Bin jetzt erstmal nur gerade reingekommen, um dir noch die Weste zu bringen. Hm. Willst du die Magazine behalten? Das ist eine gute Frage. Ein Colt finden dann vielleicht, aber... Ich nehme mal 1 mit, aber es sollte wahrscheinlich reichen. Ja. Ich würde auch unser Glück nicht extrem weit raus strapazieren wollen. Jetzt haben wir hier schon gut gelootet. Ja. Medizelten gibt es Improvisierzelte mit ganz vielen Medizeugs beim vierten Haus. Ja, da waren wir schon. Die haben uns schon geholfen. Die Faust hat es leider nicht. So, naja, ich bin durch. Ja, ich auch. Richtung Sonne oder wo? Nee, weg von... Nee, warte mal. Wo gehen wir lang? Genau weg von der Sonne. Dann laufen wir ungefähr nach Norden. Würde ich sagen. Sprinten wir mal eine Runde. Hm. Vorne irgendwo hinterm Hügel müsste dann auch schon die Bahnstrecke kommen, die zum Airfield führt. Ich würde es auch eiskalt mal versuchen dann irgendwann, ne? So ein bisschen so in die Richtung. Aber so 1, 2 versteckte Räume haben wir nicht gefunden. Also einen ja, ne? Aber ich habe Mehrzahl gelesen vorhin. Ich kann mir aber vorstellen, in der einen Base,
die in dieser riesen Wellblechhalle oder was es ist, gebaut wurde, dass da wahrscheinlich auch nochmal ein versteckter Raum drin ist. Weißt du, worauf ich jetzt Appetit habe? Was denn? Burger? Ja, genau. Ja, hast du, gibt's bei dir in der Nähe einen coolen Laden? Ja, eigentlich schon. Aber? Ich glaube, ich verlasse heute nicht mehr das Haus. Ja, kannst du da nicht bestellen? Nee, die... Ja, dann ist doof. Nicht. Ich hatte hier einen richtig geilen Laden, der Burger, ne, bei dem man Burger bestellen konnte. Der war richtig, richtig geil. Also wirklich traumhaft gute Burger. Mhm. Dann haben die den Laden aber verkauft, also der Besitzer hat gewechselt. Aber der Name und alles ist gleich geblieben. Und auf Anhieb sahen die Burger auch gleich noch aus. Aber, die haben dann sowas gemacht. Also wirklich alle Zutaten, Soßen, ist alles gleich geblieben. Aber das Fleisch war nicht mehr vom Fleischer und selbst gebraten und irgendwas allem drum und dran, sondern das war dann ein Tiefkühlpatty. Ja. Ein fertiges. Ja. Da habe ich Schmeckt mich geärgert. So anders. Das will ich einfach gar nicht essen. Das ist das einfach, kannst du vergessen. Und die Preise und so sind alles halt gleich geblieben. Und ich hatte dann halt irgendwie nach einem halben Jahr das erstmal wieder bestellt. Und da habe ich mich tierisch drauf gefreut. Der sieht auch erstmal ganz normal auf. Beißt da rein, denkst du, aber irgendwas ist ja anders. Und schaust dir das an, denkst du, oh nö. Tja, das war dann auch das letzte Mal, dass ich der Burger geholt habe. Jetzt gibt's hier maximal nur noch so welche, die so okay sind. Wenn ich einen geilen Burger habe und möchte hier eigentlich, dann muss ich ihn selber machen. Das ist schon ziemlich schade. Dafür habe ich jetzt einen neuen Griechen aufgetan, der liefert. Der auch sehr, sehr geil ist. Also immerhin etwas irgendwie. Oh. Hast du gehört? Ein Schlag. Und vielleicht ist heute auch Sonntag. Also, an dem hier so vielleicht was bestellen. Nee. Das lohnt nicht, der hat 20 Euro Mindestbestellwert. Und ja, da gäbe es so ein paar Sachen, aber ich hätte jetzt nicht Bock, mir jetzt schon wieder Fleisch reinzuziehen. Ich meine, ich habe gestern eigentlich Fleisch gegessen und das, dadurch, dass da was übrig geblieben ist, heute ja quasi ja nochmal, auch wenn es jetzt eher wahrscheinlich ein sehr kleines Patty-Chen drauf, aber ist ja egal. Deswegen, nee, eigentlich habe ich jetzt nicht nochmal Bock, mir direkt wieder Fleisch reinzuziehen, also eher was Vegetarisches. Aber der Grieche ist so ganz gut, was das angeht. Der hat halt Vorspeisenplatten in kalt und warm und die sind beide richtig geil. Aber ja, wie gesagt, ne, das ist halt, komme ich halt nicht. Mein Grieche macht schon leckere Knoblauchkartoffeln. Oh. Ja. Finde ich immer sehr geil. Knoblauchkartoffeln sind auch geil. Moin, Franz Friedel. Berlin zu empfehlen, Rembrandt-Burger. Wahrscheinlich etwas zu weit für dich weg. Ist in Friedrichshain. Ja, das ist zu weit weg. Aber es gibt hier noch Brewdog. Die sind eigentlich so für Craft-Biere und so bekannt. Aber die haben auch eine sehr gute Küche. Sind aber auch ein Stück, wirklich ein Stück teurer, aber die sind ganz lecker. Also die machen wirklich schon recht gutes Zeug. Wie heißt der Grieche zufällig? Dann kaufe ich dann mal eben. Den großen Typ. Achso, Akite, ja, das sage ich dir nicht, wie der heißt. Das kannst du vergessen. Was kann das alles stehen? Ja, ich würde schon sagen. Wohl für den Ofen? Wir hatten noch so einen Herd gefunden. Oh ja. Wenn wir mal eine Base finden mit einem Kotlock dran, würde ich gerne mal was ausprobieren. Dann sag mal Bescheid, ja. Ja, können wir machen. Burger sind die so noch ganz gut, alles frisch zubereitet. Willst du einen Schläger haben? Oh, ich hab Zombies. Ich hab ein Brecheisen. Also ich könnte eine geschälte Kartoffel. Schläger oder ein Rohr anbieten? Ne, ich hab ein Brecheisen. Das passt schon. Ja, schmeiß ich Rohr weg. Ja, also, es gibt... Warte mal, da läuft was auf der Straße.
Zombie. Nee, sieht okay aus. Also es gibt so einen hier, die liefern immer noch so knapp bis zu mir. Doppelt Käse, die sind ganz okay. Die machen auch alles frisch, aber nur weil ein Burger halt frisch gemacht ist, heißt ja noch nicht deswegen, dass er extrem geil ist, ne? Sondern, ja, aber die sind ganz okay. Aber wenn ich das halt selber mache, da ist es, ich weiß nicht. Ich esse es jetzt ja auch nicht so häufig. Und dann will ich schon eigentlich einen ziemlich, ziemlich geilen Burger haben. Und sorry, aber da sind meine Burger in der Regel besser. Und da ist jetzt auch kein Hexenwerk, was ich mache. Sondern das sind einfach in der Regel nur bessere Zutaten. Guck halt mal, Tomaten, was hier steht. Ist das ein Fernseher? Ja, ein kleiner Farbfernseher. Da hätten wir die Kassette einlegen können von hier, den Maler. Von Ach, Bob Ross oder so. Nee, die haben wir nicht mitgenommen. Ich dachte, das wäre so ein Gimmick. Ich hab nicht, bin nicht davon ausgegangen, dass wir uns das wirklich angucken können. Nee, aber vielleicht ist heute so ein Tag, an dem ich mir am Abend vielleicht ein bisschen Veggie-Sushi bestelle oder sowas. Da hätte ich echt Bock zu. Habe ich eigentlich schon seit Wochen Bock zu. Und Gurke und so. Genau. Genau. Und so einen kleinen Ingwersalat. Also so, der so leicht aufgeschnitten und ein bisschen eingelegt ist. Also Seetangsalat ist auch lecker. Mhm. Vielleicht ein kleines Süppchen dazu. Die haben auch sehr geilen Tofu, der innen drin so richtig schön klitschig ist, also so richtig weich. Nicht so gummihaft. Oh, Tofu ist nicht meins. Der ist auch ganz gut. Fangen jetzt schon mal mit raussuchen. Ja. Muss mal gucken. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Eigentlich habe ich noch Essen da. Ich habe auch noch ein bisschen Gemüse und so da. Und Sojasauce und so habe ich auch noch. Vielleicht schneide ich mir nachher mal ein bisschen Paprika und Gurke auf und tunke das dann so ein bisschen in meine Sojasauce wieder. Das ist eigentlich auch ganz geil. Der was? Nee, der hat nix. Hier gibt es eine Feuerwehrstation. Aber ich glaube sonst nichts sehr Spannendes in der Stadt. Ich glaube nichts, ne. Ich glaube, nur die Feuerwehrstation. Aber wenn wir die Straße runterlaufen, weiter die Richtung und dann rechts runter, kommt nochmal so ein kleiner Militärstützpunkt. So ein klitzekleiner. Dann sind wir nämlich auf der Nordroute. Weißt du, diese Hauptstraße, die einmal komplett führt. Ja. Besuch mit. Oh, meine Auster. Ach nö, ich bin schon mal. Dreimal! Oh. Tja, ich werde deine Hilfe gleich brauchen. Kommst du zu mir ins Haus? Du kann ich nicht, ich hab direkt einen Zombie hinter mir. Oh Gott. Oh Mädel, lass mich doch raus. Hab mich eingeschlossen. Ja, ich muss mich auch kurz verbinden. Tja, ich muss mich mit Klopapier verbinden. Dreimal rot, ne? Also bin schon auf rot und dreimal jetzt. Das könnte echt wieder knapp werden. Ah! Ich sehe mich doch gleich schon wieder blinken. So, noch zweimal. Oh, noch Xaros. Alter. Ich bin in so einem... Da, wo du so eine Treppe hochgehen musst. Also sterben werde ich nicht. Mit ein bisschen Glück kriege ich es noch hin, bevor ich blinke. Und ich habe schon wieder, glaube ich, entweder Wundinfektion. Ja, ich glaube Wundinfektion. Der hat gestöhnt. Haben wir nichts mehr für? Nee. Ja, sauber. Ja, schön. Geht gut los, würde ich sagen. Aber immerhin blicke ich nicht. Was ist das denn für ein Server? Ein anderer Xaros. Wir sind auf German DayZ unterwegs. Na gut. Ja, ich glaube, wir sollten lieber rennen statt kämpfen. Irgendwie demnächst mal. Und... Medi. Wollen wir die... Medi. Ja, das ist die Frage, genau. Wollen wir in die Häuser gucken wegen des Infektionsmittel oder wollen wir versuchen, nächstes Krankenhaus anzulaufen? Also wenn ich mich richtig erinnere, ist das nächste größere Krankenhaus nicht gerade um die Ecke. Fleischerbein. Aber hier und da haben sie ja mal so ein paar kleinere gelbe Zeltchen dazu gesetzt. Also kann sein, dass da vielleicht dann doch mal was dabei ist.
Ja, ich meine, wenn wir mit ein bisschen Glück finden, wir vielleicht einmal Kräutertinktur hier und dann sind wir ja schon wieder fein raus. Ja, ja, genau. Ja, ein bisschen looten würde ich schon. Ein Karabiner liegt hier. Nice. Dass die hier spucken, die Zombies, ne? Völlig. Ja. Ich weiß, was du meinst. Hallo? Ach, 22er Money. Ja, ja, okay. Ich habe noch mal ein paar Mal 22er gefunden. Ja, vielleicht echt einfach nur noch wegrennen und dann halt hinter dir mal die Tür zu und so die Häuser looten. Mhm. Könnte vielleicht was sein. Ja. Also bei der Ausdauer hier klappt das gut. Ja, ich sehe, in welchem Haus du drin bist. Da stehen zwei Zombies vor der Tür. Ah! Und ich blute gleich wieder. Das gibt's doch Nein. nicht. Ja, ich bin oben wieder safe, so ist nicht, aber... Hart. Okay, das heißt, das Toilettenpapier ist aber irgendwie auch nicht richtig safe. Nee, wenn du geschlagen wirst, können die das auch übertragen. Ach so. Oder wenn die dich anspucken? Ich weiß es nicht. Ich wurde noch nicht so richtig angespuckt, sagen wir mal so. Bis jetzt ging's noch. Ich glaube, ich muss das hier mal so ein bisschen aussetzen. Obwohl... Schenk mir Daisy. Ich glaube, es gibt ein kleines Medi-Lager bei der nächsten Stadt rechts, wenn wir links, wenn wir die Hauptstraße weiter runtergehen. Das könnte sein. Nimm die Schaufel in die Hand und warte, bis die Zombie. Und halte es, warte, bis die Zombies zwar geschlagen. Aber voll drauf und dann voll drauf los, okay? Was nochmal? Nimm die Schaufel in die Hand und halt es. Warte, bis die Zombie zweimal geschlagen hat, dann hau voll drauf. Los. Dann kriegst du den ersten Schläge nicht ab. S? Aha. Ich bin bei der... Ach du Scheiße. Bei der Feuerwehr irgendwie, auf Höhe der Feuerwehr. Ja, ist gut. Ich bin wieder raus, ich konnte einen Zombie einsperren. Wir müssen müssen wir rechts lang. Wenn du vor der Feuerwehrstation stehst, musst du rechts runterlaufen. Okay, dann gucke ich da nochmal, da war ich eigentlich gerade. Rechtsklicks halten. Mit S ist Abwehren. Ah, ja, okay. Ja, mit Abwehren spiele ich irgendwie nicht so richtig. Das sollte ich vielleicht wirklich mal so anfangen. Wenn das halt mit F, ne? Huh. Rechts knickt es. Ach so, der geht zurück. Ja, dann kriegst du deine gebrochenen Arme. Es ja, ist ja, das stimmt. Ja, so, ja. Hat Ralf sich mal seine gebrochenen Arme zugezogen. Ja, ja. Also, ne, wenn du vor der stehst, rechts runter, der Straße folgen, da kommt dann irgendwann auf der rechten Seite nochmal ein Schrottplatz, dann weißt du, dass du richtig bist. Du musst dann, wenn du dann langgelaufen bist, auch, dann kommt irgendwann nochmal eine T-Kreuz, dann musst du links runter, so leicht bergab auch laufen, kannst du eigentlich nicht verfehlen. Dann rennst du aus der Stadt quasi raus. Ah ja, da bist du ja. Geil. Moin. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, hi. Nee, passt. Richtung halten. Das bist du doch hier vor mir, ne? Ja, ja. Ich denke. Ja, perfekt. Das passt schon. Genau, da kommt nämlich der Schrottplatz. Das kenne ich wieder so halbwegs alles. So, ja,
Die Straße schon mal weiter runter. Wie lange dauert das, bis ich in die Stufe 2 komme? Kann ich dir nicht sagen, aber das merkst du, wenn du dann irgendwie ein bisschen intensiver anfängst zu stöhnen. Okay. Aber was meinst du? Minuten? Halbe Stunde? Irgendwie 10 so? 10 Minuten, Viertelstunde so? Würde ich, aber ich kann sowas schlecht schätzen. Wir haben nicht die passenden Medis, Martom. Ansonsten, ja, aber wir haben nichts. Minuten, okay. Das Einzige, was ich jetzt noch dabei habe, oder was wir haben, ist, müsste noch sein Codein, Kohletabletten und halt den Zombie-Virus-Zeug. Aber das Zombie-Virus-Zeug macht wahrscheinlich jetzt auch wenig Sinn. Sondern einfach nur aktuell noch Jod- oder Kräuterdinktur oder so ein Spaß. Und dann auf Stufe 2 dann Tetra. So, wie gesagt, wir können hier straight landeinwärts laufen. Einfach nur bergab. Da müsste entweder rechts oder links, ich bin mir nicht ganz sicher, kommt auf jeden Fall nochmal ein kleiner Straßenstützpunkt mit Militärzeug. Ich glaube aber rechts. Das hier ist die Bahn, die uns zum Nord Airfield bringt, zum Großen. Mal rechts die Züge da auf der Brücke. Ja. Oh, ich hab Durst. Ah, okay. Also rechts runter wäre das kleine Militärlager. Wollen wir uns das noch anschauen? Oder direkt in die Stadt rein? Ja, ich würde mich, glaube ich, erst um deine Krankheit kümmern wollen. Dann links lang. Weil auch diese Krankheit ist tödlich. Ja, sprinten wir mal eine Runde. Und auch Elias. Aber ich bilde mir ein, in der Stadt gibt es kein Medicenter. Die ist zwar ziemlich groß. Hast du nicht gesagt? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Macht's fast keinen Sinn, ne? Dahin zu laufen. Ja, aber dadurch, ne? Wir können umdrehen nach Svetlojarsk. Da gibt's dieses komische Scheiß-Medicenter. Weißt du, dieses größere graue Haus, in dem man irgendwie gefühlt aber nie was findet. Aber ansonsten halt auch wiederum nicht. Deswegen. In der Stadt hier hinter müsste irgendwann nochmal eine kleinere kommen, da gibt es auch nochmal ein blaues, wenn ich mich recht erinnere. Was könnte sein, dass hier ein kleines war? Na gut, Tetra würde ja reichen erstmal. Du brauchst halt 4 Stück, wenn du in Stufe 2 bist. Noch stöhne ich, glaube ich, normal. Mit ein bisschen Glück finden wir vielleicht auch noch gleich das normale Zeug. Ja. Ich weiß nicht, ob rechts hoch vielleicht Medi ist. Das könnte vielleicht sein. Ich glaube eigentlich nicht. Ich erinnere mich nicht daran, dass es hier ein Medi-Lager gab. In der Stadt. Doch, Novo hat ein kleines Krankenhaus. Okay. Ist das hier Novo Rep Neue? Das andere, wo wir doch waren mit der Feuerwehrstation, war doch Novo und Rep Neue, oder? Das Spiel hat Farbe, wenn man genug Blut hat. Unten rechts siehst du das Rote. Das ist mein Blutlevel und ich habe ein bisschen gelitten. Das regeneriert sich und mit dem Regenerieren kommt dann auch die Farbe wieder zurück. Hinter der Polizei am Berg ist ein Krankenhaus. Ich weiß, wo die Polizeistation ist. Wenn ich vor der Polizeistation stehe, vor dem Haupteingang, meint ihr mit hinter der Polizei dann, ach, bergauf. Das heißt nicht links oder rechts, sondern quasi einmal gefühlt, einmal durch die Polizeistation durch, dann da müsste bergauf sein. Da hatte ich mal ein ziemlich geiles Sportergefecht auf den Dächern von den Wohnhäusern. Novomitrovsk. Warte mal, ist Novo Rep neu aus PUBG? Na, ich bringe es alles mittlerweile durcheinander. Zack, ja, auf der Map war ich, ich sag das letzte Mal vor 4, 5 Jahren oder so unterwegs, insofern. Aber ich weiß, wo es ist. Ist da vorne nicht sogar eins? Nee. Ist doch das Billigkrankenhaus. Aber ich weiß, wo da kommt auch was drin liegen. Ich würde einmal durchrennen wollen. Ja, mach mal. Ja.
Vielleicht laufe ich dann sogar schon zur Polizeistation hoch und gucke, dass ich dann da bergauf laufe zu dem blauen Ding. Ja. Wie viel Essen haben wir denn noch? Naja, gar nichts. Okay. Uns auch wieder bald mal drum kümmern. Zweifelsfall habe ich noch den Karpfen dabei, aber den Taschenfisch will ich natürlich nicht anfassen. Stimmt, wir können ja angeln. Und anbauen können wir doch auch. Die Spitzhacke, hast du die eigentlich wieder gefunden? Nein, aber ich habe eine Schaufel, also anbauen können wir trotzdem. Okay. Fahrbarer Untersatz, ja, der ist jetzt, er fängt aber an zu träumen. Also, hier gibt's die, aber die musst du ja in der Regel erstmal noch zusammenbauen und so, ne? Also, so einfach ist das nicht. Ist ja nicht so wirklich was geschenkt. So, die Polizeistation ist ungefähr hier. Hier rechts ist bergauf. Sneaker. Ja, die ziehen wir doch mal an. Nochmal. Die Stadt insgesamt ist auch recht riesig. Also, es könnte sein, dass wir noch das eine oder andere auch hier wirklich für uns finden. Eine Straße über der Police. Oh, okay, das kriege ich hin. Dann gehe ich mal doch hier durch und in die andere Richtung. 9x19 Money für dich. Nice. Sehr nice. Ich nehme einen anderen Weg. Klingt immer noch normal. Also so wie am Anfang. Mhm. Ja, vielleicht haben wir Glück. So, da ist die Polizei und dann muss es dahinter sein. Es sind noch Zombies vor der Polizeistation. Sieht also erstmal so aus, als wären wir hier halbwegs alleine. In der Nähe der Polizeistation höre ich ein Hühnchen. Aber ich würde, glaube ich, erstmal versuchen, so schnell wie möglich zur Medistation zu kommen. Ja, ich denke auch. Hier ist doch PvP auf dem Server, ja. Ad O'Neill. Das gibt es hier auch. Jetzt müsste es... Ah, ich habe jetzt nochmal eine Kassette gefunden. Da habe ich den Fernseher nicht mehr dabei. Ich habe gar nicht geguckt, wie groß der ist. Ob es PvP gibt und sowas, hängt immer ein bisschen von den Serverregeln ab. Auf dem hier ist quasi einfach alles in dem Bereich halt erlaubt. Das heißt nur, du kannst selber immer entscheiden, ob du halt dann, wenn du auf jemanden triffst, wie du halt mit dem umgehst. Die halt damit auf Dauer Freunde machst, wenn du immer versuchst, den über den Haufen zu ballern, ist es einmal dahingestellt, ne? Also, ne? Es gibt auch Server, da ist nur PvE und hier ist beides erlaubt. Kannst du immer selbst dich entscheiden. Ich hab's Krankenhaus gefunden. Mhm. Und wenn ich noch in der ersten Stufe bin, aber dann Tetra finde, bringt mir dann Tetra trotzdem was oder wäre es dann Verschwendung? Und ich muss auf Stufe 2 warten. Also rein theoretisch müsste Tetra auch bei Stufe 1 helfen, aber okay. Ich habe das noch nie mit Tetra behandelt, weil ich immer, ja, Desi bei hatte. Mhm. Was ist für hier? Da bei den Hochhäusern, die ihr gerade gesehen habt, da lag ich dann schön oben drauf mit der Sporter, mit dem 30er Magazin. Ah, schon mal Vitamine. Das hat Spaß gemacht. V-Kit. Zumindest schon mal Saline ist drin. Mhm. Yep, 7x Tetra. Und noch ein IV-Kit. Das ist auch gut. So, Chatterinus, wie sieht's aus? Kann ich auf der Stufe jetzt trotzdem das nehmen? Ich würde ja fast da noch trotzdem weitersuchen. Ich hab Kräutertinktur. Ja, perfekt. Ich bin unten, wenn du zur Polizeistation kommst. Ja, kann ich wieder machen. Runter.
Da ist irgendwo ein Haus, wo Zombies vorstehen. Wo ist er? Da ist er. Ich würde noch das Krankenhaus kurz zu Ende looten. Ja, ja, klar. Das ist halt. Hallo? Ein Auto-Injector mit Health. Gibt dir sofort einen Teil ihrer Gesundheit zurück. Keine erhöhte Dosis injizieren, okay. Welche Farbe? Rot. Den kenne ich auch noch nicht. Blau und gelb oder so? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber ne? Okay. Oh, Adrenalin. Das klingt, glaube ich, immer noch normal. Okay, dann komme ich jetzt runter zur Polizeistation. Bist du drin oder dran? Nee, ein oder zwei Häuser weiter links. Also wenn du vorne auf der Straße stehst und auf Polizeistation guckst, links die Straße hoch. Kommen dann gleich raus. Und dann komm noch zur Polizeistation rein, dann können wir es ja nicht verfehlen. Da kann man sehr gut drin einsperren. Ich bin jetzt genau an der Polizeistation dran von hinten. Ja. So, warte. Oh. Ist ja eingesperrt. Kannst du mir die Tür vorne aufmachen? Ich bin noch nicht drin. Ich bin noch hinten dran. Achso. Ich komme aber rumgelaufen. Ja, bin halt direkt hinter dir. Ah, komm rein. So, Kräuter. Dann wollen wir mal. Da? Hast du schon Verbände desinfiziert? Rex, nee. Ja, dann würde ich jetzt einen Stapel auch gleich noch desinfizieren und teilen. Wie viel Rex hast du? 6 von 6 und einmal 2 von 6. Dann gib mir mal die 2. Einmal kann man, glaube ich, sogar noch. Hier hast du die 2. Ich habe jetzt einmal 6 gute Rex. Ja, schmeiß ich ehrlich gesagt jetzt auch langsam mal das Klopapier weg, das bringt's irgendwie eh nicht. Die 9er könntest du mir noch rauslängen, wenn du willst. Ja, das stimmt. Ist ja immer noch ein bisschen drin. Ja, ja. Achso, warte mal. Ich hab auch was für dich. Guck mal hier. Und guck mal da. Sehr schön. Sieht doch gut aus, Nasser. Sehe ich nämlich auch. Die Hosen sehen nicht so geil aus. Und bin geheilt. Okay, das hat geklappt. Perfekt, dann haben wir Tetra. Ja. Dann haben wir einmal Tetra komplett. Auch 7 Teile, ne? Also ich sag mal. Was hat das immer? 4, dass wenn du dich maximal heilen willst, ne? Egal, was da ist. Hm? 4 Stück hast du, glaube ich, mal gebraucht, ne? Wenn du in Stufe 2 bist. Ich hatte die Stufe 2 aber sehr lange, bevor ich angefangen habe. Da braucht man dann 4 Tetra, ja. Ich habe einen Taser gefunden. Oh Gott. Ich habe noch was anderes gefunden. Die beste Waffe im ganzen Spiel. Hier, die ist so gut. Kannst du gleich haben. Aber guck mal, wie die ausgerüstet ist. Mit Magazin. Und guck mal, hier hast du ein Paket Muni dazu. Und Schalli. Noch ein Pistolen-Schalli dran. Also eigentlich ganz geil, aber es bleibt halt die Skorpion, ne? Damit machst du halt trotzdem eher auf dich aufmerksam als alles andere. Ja, aber mit Schalli, warum geht denn das Magazin nicht ab? Und vor allen Dingen das Päckchen Muni, ne? Ich glaube, Ralf hatte auch noch ein Päckchen 380er dabei. Ja, Einzelschuss hatte ich auch schon gefunden, also einzelner. Hallöchen. Eine neue Hose. So geil, mit Tarnfarben hier. Wahnsinn. Okay, ist zwar sehr stechendes Grün, aber trotzdem. Willst du noch schwarze Handschuhe haben? Ja, wenn es echte Handschuhe sind. Also wahrscheinlich nee, schon. Nee, ABC-Handschuhe leider nur. Aber ich habe auch ABC-Handschuhe. Ja, passt mir trotzdem so halbwegs.
denke ich auch. So. Gucken wir mal, ob der Taser geladen ist. Ups. Moin auch, Cracky, moin moin. Der Club, wir kannst dich verbinden. Ja, ja, haben wir schon gemacht, Cracky. Das ist schon die zweite Rolle, die ich dabei hatte. Aber es dauert Ewigkeit mit dem dämlichen Klopapier. Deswegen gehen wir jetzt davon weg. Deswegen habe ich jetzt... Jetzt gehen wir wieder zurück zu den Rex. So. Gib mir mal eine Minute. Mach mal, mach mal. Ganz so lange machen wir ja eh nicht mehr. Also, ist ja fast durch. Sehe ich gerade so. Eieiei. Ach du Scheiße. Ich ein Muskelkater, das ist nicht mehr feierlich. Wovon denn? Vom Joggen? Nö. Nach dem Joggen geht's ja noch weiter, ja genau. Hm. Ich war ja krank, als ich vom Urlaub wieder zurück war. War ja in Süddeutschland. Zum Geburtstag meines Sohnes. Und jetzt, und direkt danach war ich halt recht hart krank, deswegen konnte ich jetzt erstmal eine Zeit lang nicht trainieren und jetzt habe ich so ganz locker wieder angefangen. Und jetzt seit vier Tagen bin ich jetzt dabei, dann auch wenigstens schon mal so ein bisschen. Noch alles relativ locker und entspannt, aber trotzdem auch schon wieder so ein bisschen Kraftsport mit zuzuführen. Und ja, mein Körper muss sich anscheinend wieder dran gewöhnen. Ja. Ein gelbem Essen. Ich bin noch weiß, aber ja, Spitze. Können wir mal gucken. Weiß. Es gab oben ein Hühnchen bei Medicenter. Oder wir fischen. See. Ja. Da hast du gerade gestöhnt? Nein. Hä? Okay. Ich hab gerade irgendwas gehört. Moin noch Mai, boah. Moin noch auf Twitch, sich da zum ersten Mal gechattet hier auf Twitch. Der siehste Mal. Tja, ich wäre sogar, glaube ich, dann eher für Fischen. Ich höre aber auch ein Hühnchen voraus, also. Was sollst du noch finden? Na dann, willkommen auch auf Twitch, Mai, boah. Ja, die Richtung stimmt. Oh, Mommy. Wie effektiv sind hier die Pistolen-Charlies, weißt du das? Solange du nicht viele Schüsse hintereinander machst, sind die gut. Okay. Oh, ich hab den Hahn. Bleib doch stehen! So, wartet mal. Ich nehme meine Batterie mal kurz raus. Zack. Da ist er. Zack. Aha, aha, aha. Was sehe ich denn da? Danke, Anja, für dein verschenktes Abonnement. An den Mai, wow. Ja, siehst du mal, gibt's gleich Geschenke. So läuft das, siehst du mal. Okay, ist dieser Punkt ist da. Danke, danke, Anja. Jo, danke, Mai, wow, dass du nur wegen mir hier auf Twitch unterwegs bist. Twitch ist auch ganz nice. Warte mal. Ich höre hier ein Schaf. Ja, ich auch. Ich glaube, ich habe sogar zwei. Danke auch Mink für dein Follow. Da drüben auf dem... Ach, wie witzig. Bist du das da an der Leitplanke? Ja, ne? Ja. Siehst du die Schafe schon? Ja.
Das eine ist da, glaube ich, festgebackt und das andere ist hier unten am... Okay. Das scheinen sie irgendwie gehört zu haben. Ich habe kein Tablet drauf. Falsche Waffe. Das ist nicht schlimm. Zombie oben ist immerhin schon mal tot. Zack. So, ist aber trotzdem sehr leise. Guck mal, angeln könnten wir ja auch eine Kleinigkeit. Und jetzt mit den Schafen sollte es wahrscheinlich reichen. Okay. Ich höre hier irgendwie... weiß nicht, wo der ist, aber ich glaube, hier in der Mauer ist ein Zombie drin. Es klingt sehr stark danach, als wäre der hier irgendwo in der Mauer drin. Na, mal gucken, ob er mich gleich angreift. Ich bin nicht zurückgewichen gerade, ne? Sag ich. Knochen, habe ich noch ein paar? Nö, brauche ich aber auch nicht unbedingt. Machen wir uns da vorne im Häuschen ein Feuer? Ja, können wir machen. Wenn wir aber auch beim nächsten Mal tatsächlich machen, es ist 16 Uhr. Mhm. Zeit für meine Mittagspause. Also. Aber bis zum Häuschen würde ich sagen, kommen wir noch. Doch, dann versehentlich, okay. Ja, ich habe den schweren Schlag halt gemacht, das ist mal ganz geil, weil die halt so ein bisschen halt so zurückbouncen, ne, und dann geht das immer so ein bisschen besser. Aber jetzt mit dem Schalli. Ist das natürlich auch schon ganz geil. Zumindest so ein, zwei Kügelchen Neuner habe ich ja mittlerweile. Also geht doch. Zu früh gelobt. Ja, ich sag ja. Also. Eher nicht so. Das muss seinen Bankraub vorbereiten. Ja, genau, der Teufel, ne? Wo das ist halbwegs eigentlich alles schon vorbereitet. Nee, ich muss ein bisschen gucken. Jetzt eine Kleinigkeit essen. Würde ganz gerne noch mal eine halbe Stunde noch im Block laufen. Noch mal so ein bisschen Sonne zu tanken, weil hier ist das Wetter tatsächlich relativ gut. Bist du da? Ja. Tja, aber, ne? Sag mal, aufregende Aktion heute so alles in allem. Mal was anderes, ja. Es hätte durchaus auch alles schief gehen können, und zwar sehr schnell. Danke dir, MyWolf, für dein Follow und danke auch Mink für den Follow. Und danke auch Partefectus88 für dein Follow, da gerade. Sehr. Das war eine richtig schöne Runde, Daisy. Ja, fand ich auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Können wir ja mal gucken. Aber ich weiß ja, es wird wahrscheinlich immer eher so Richtung Wochenende, was? Oh. Aber ja, gucken wir, schauen wir mal. Da sollte ja vielleicht noch was übrig werden. Nochmal möglich sein, vielleicht demnächst. Heute jedenfalls nicht mehr. Denn jetzt ist vorbei. Jetzt gehe ich in meine Mittagspause und wir sehen uns in einer Stunde dann wieder, dann auf YouTube und zwar mit Payday 2 im Coop. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Bits, danke für die Follows, danke auch für die Abos und bis gleich. Macht's gut, tschüss. Moment. Was der Community gerade live ist? Nee, okay, alles gleich. Dann bis gleich.